connected. Ey, ey, ey. Was geht denn ab bei euch? Meine Zuckermäuschen. Meine Zuckermäuschen. Channel resumed. Channel Sound. Ey, bin necken. Einfach so machen, es geht schneller, ne? Ey, das Döner, der gleich abläuft, scheiße! Zack, bitte, dir passt doch rein. Yes! Eigentlich logisch, dass das Gewicht sich nicht erhöht, ne? Ich bin saudämlich. Moin, Bruce Wayne, was geht ab? Ey! Ey! Hallo? Hallo, hallo? Hallo, mein Lieblingsschwester, wie geht's denn dir? Gut, wie geht's dir? Hast du dein Geldenproblem gelöst? Na klar. Wie? Ich bin ein Popstar, natürlich. Was? Wie? Was? Ich Fernt? Was? Bis vor die Tür. Wen? Wir sind aber du bist krank, Schatz. Was soll ich denn machen? Ja, ich bin krank, ich weiß. Wem sprichst denn du? Mit Katan. Wie Gerichtsverhandlung? Wie Gerichtsverhandlung? Wie Jim hat ein Gericht, ist öffentlichen? Ich glaube schon. Oh, Timmy, komm vorbei, bis gleich. Ja, ich muss um 20 zum Tetten. Ich glaube, ich fahr Auto. Wie? Ich hab um 20. Wieso hab ich keinen Termin? Ja, ruf mal Ansen. Wie ist denn Numm? Warte. 3, 2, 3. 1, 6, 6. Flora Fauna, hallo. Well, guten Tag, mein Name ist Bill. Ich hätte gestern einen Termin gehabt um 18, aber ich hatte einen Unfall und konnte deswegen nicht kommen. Jetzt wollte ich fragen, wann nächsten ist. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Du darfst mir nicht so halb ins Telefon reinschreien. Das ist die, das hat sie zu mir auch gesagt. Okay. So, nochmal bitte. Soll ich reinflüsten? Nochmal? Soll ich reinflüsten? Ins Tel? Ich verstehe dich nicht, du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Wenn du mir ins Ohr schaust, verstehe ich kein Wort. Oti, ich lasse meine Stiefschwiegenschwestern anrufen. Bis gleich. Hinten, du musst mich anrufen. Ja, was soll ich denn sagen? Ich hatte gestern einen Termin eigentlich, aber hatte einen Unfall und war festgesteckt oder so. Ich musste dir zeigen, dass ich festgesteckt werde. Okay, und die Nummer war? 323-166. Warte, nochmal jetzt. 323-166. Na, langsamer, bitte. 323-166. 3, 2, 3, 1, 6, 6. Flora Fauna, hallo? Ja, hallo, hier ist Kitty. Ich rufe an für meinen Schwiegerbruder. Und zwar hatte er eigentlich gestern einen Termin bei euch, aber leider konnte er nicht kommen, weil er einen Unfall hatte und wird jetzt gerne einen neuen Termin machen. Ja, schwierig. Alle Termine sind vergeben. Also heute nicht mehr? Nein, heute leider nicht mehr. Okay, dann ruft er morgen nochmal. Alles klar. Okay, ciao. Ich bezahle nie wieder, was im Voraus. 4000 Dollar. Ich hab doch gesagt, wir nehmen den Bomben.
Ihr habt mir Bestes gegeben. Ich klang sogar richtig gebildet. Wir müssen Geld holen. Lass uns abendgelden und dann auch zu krauten Rüben. Oder ihr fahrt halt dann zum Gerichten. Mein Bruder und ich. Was? Das ist eine Zeile aus unserem Lied, ey. Sind unsere Klamotten noch da? Ja, ja. Oh, zum Glück. Mem! Hallo Bill, mein Lieblings. Hallo? Ja, dein Lieblings, was? Erzähl weiter. Dein Träum. Ich will es nochmal hören. Hallo Bill, mein Lieblings. Spaghetti-Esser. Bitte. Was geht? Wie? Wir haben keinen Termin mehr für mich frei beim Tattoo und wie. Die war richtig angebissen, blöde. Kannst du für mich verprügeln? Ja. Yeah? Und hier los, kommst du auf krauten Rüben? Ich hab nur gesagt. Wie, nee? Ich verschätze mir es doch nicht. Mit Monopolbillen, ja. Ist wichtig, dass ein krauten Rüben freuen als dein Sohn glücklich. Ja, wenn die keinen Termin frei haben, dann ist das so. Dann mach einen für morgen. Das stimmt, Baby, du musst dran denken. Ja, das sind Leute, die arbeiten auch nur für ihr. Hast mich gerade Bibi genannt? Bibi, ja. Bibi. Oh. Bibi. Nee. Bibi. Bibben. Scheiße. Bibben. Nee, einen guten. Ey. Ich will nicht Bibi heißen. Bibben. Bibi. Außer du nennst Finn Mary. Was? Ihr ja, Pippin und Mary? Ja, ich bin Nielsen Holgensson. Nee, du bist auch ein Hobbit, wenn ich einer bin, du Arsch. Hast du den Joke jetzt verstanden? Ja. Ich hab an Pippi langsam drauf gedacht. Also ich bin jetzt noch bei einem Termin um 20 Uhr. Und wenn ich merke, dass es langweilig und scheiße ist, dann komme ich zu euch. Und die? Jimmy ist im Gerichten. Wer? Jimmy. Wieso? Weiß ich nicht, wir wollten eigentlich hin, aber wir müssen gleich zu Kraut und Rieben. Okay. Sonst verprügeln. Alles sonst klar. Verprügeln. Hm? Was? Hm? Ja, klar. Hm? Wir müssen den Brief für Tanten Falki noch zu Enden schreiben. Ja, ich hab den Block bei mir hier in der Tasche. Ich hab den extra mitgenommen. Okay. Dann bis spät. Bis später, wenn ich. Ich hör dich, Willi! Willi! Erst Pippen und dann Willi. Das ist Tante Fakir. Ich heiß nicht Willi. Bill, Chapman, ich hab nicht Finley gesagt. Oder Philly, ich hab geräuspert, Mann. Das ist Tante Fakirs Einfluss, du. Das ist wie ist Tante Fakirs Einflussen? Was kann die denn dafür? Ja, weil sie dich Pippen nennt und dein Willen will. Was? Das verstehe ich nicht. Was? Okay, ich fällt mich, wenn ich fertig bin. Okay, bis gleich ein Spiel. Das hab ich echt nicht gecheckt, Digga. Also wirklich null. Schatzen, hast du so ein Abendgelden geholt? Ja, hab ich schon heute. Alles Scheiße. Ich war heute Morgen schon mal kurz wach. Wie? Ja. Also ich hab nichts gehört, ich hab schiefen Schläfen geschläft. Ja. Ich hab euch extra alles schlafen lassen. Wie? Na, auf zu Quaut Nübensen. Ihr soll mich auch gleich machen, ist doch das gleiche Motiv. Ja, eben, hä? Dann, warte mal. Dann ist er doch schon geübt, oder nicht? Bin, wie lang? Boah. Bin. Je? Yeah. Was hältst du davon, wenn ich einfach Session mal sag, ey, ich muss ganz dringend pissen? Und es fällt dir nicht auf, dass das Tattoo auf einmal weniger gestochen ist als vorher, ja? Das willst du mir jetzt hier erzählen? Bin, der ist in seine Nadel so vertieft. Ja, klar. Wir könnten doch einfach sagen, du kommst hin und ich mach heute. Ja, nee, ey. Doch, komm schon! Ich will nicht rau rau! Die Silbe! Das kannst du an. Du bist mein älterer Bruder! Du musst mich beschützen und alles für mich machen! Ich hab ne Mittellösung gefunden, ja? Ich hab gleich Midlife Crisis! Einfach. Ja, machen wir das jetzt oder nicht? Nein, das geht nicht! Hä, doch nicht? Nein, halt nein, so nein, das ist eine dumme Idee! Nein, nein, nein! Wieso, Billen?
Weil dein Tattoo dann weiter gestochen ist als meins, ja, das macht keinen Sinn. Nein, wir sind dann gleich auf und in der dritten Sitzung sieht er doch, was noch fehlt, ein Tuten. Der wird nach Stunden bezahlt, Billen. Sag einfach, fragen einfach, ob uns nachher nennen meint. Nein, das macht er nicht. Juch, duch. Ach, du bist langweilig. Du! Das war so eine geile Idee. Ich mach nicht so unlogische Scheiße! Was heißt denn unlogen? Das macht keinen Sinn. Sticht doch beiden dasselbe. Und wenn ich auf Toiletten gehe, ja, dann die. Das fällt ihm doch nicht saufen. Nee, nee. Oh Gott, ey. Ich bloß den dritten nicht gegessen, ey. Der Bill war noch nie im Gefängnis, der hat noch nie sowas gemacht. Ach, meinst du, ich mach keinen unlogischen Scheiß, der dumm ist? Manchmal frage ich mich, ob er mein Bruder ist. Nee. Es ist nicht unlogisch. Das ist voll unlogisch, weil wir gerade auf dem gleichen Stand sind und wenn er gestochen wird eine halbe Stunde und dann aufs Klo geht und ich dann eine halbe Stunde wieder komme, dann macht das keinen Sinn, weil sein Tattoo ja dann weiter ist als meins. Das ist einfach unlogisch. Aber ich verstehe ja nicht, wie er das nicht verstehen kann. Wir sind ja gerade auf dem gleichen Stand in der Theorie. Ja, aber sie kommen. Das ist doch die Hauptsachen. Aber ist schon 20 Uhr gleich? What the fuck? Er muss die leere Dose hin. Weil sie schlecht gelaunt ist? Nee, die. Was ist? Geh mal zu der hin, die war echt nett. Erstmal sehr ernst. Also nett, nett oder nett? Nett. Strümpfe. Haare. Wenn wir Kitten essen reinkommen. Willst du reinkommen? Was? Ich hab kein. Dann schreien die mich bestimmt wieder an. Wieso? Die schreit keiner an, sonst kriegt das Maul. Wieso? Ey, niemand schreit es an. Okay. Schreien wir zurück. Ich bin auch ganz lieb. Was? Ja. Und die? Soll ich einfach sagen, dass ich einen Termin habe? Wow, das merken die doch. Ja, eben. Meine Idee ist die beste. Also wir sind ja Zwillenbrüden, deswegen haben wir ja so eine Doppeltetten-Session, weil wir eh dasselben haben. Ich probier's mal so, Bill. Ich hab's nicht reingeschrieben, weil mein System schon funktioniert. Das war... Was hast du? Das ergibt 0,0 Sinn, wirklich. Wie? Boop. Ey, was passiert hier? Noch gar nichts, irgendwas ergibt keinen Sinn. Ich verstehe nicht. Ja, schon spotten können wir die schlicht klauen, die ist. Nee, noch gar nichts. Wie? Das ist ja nicht da. Böp. Ich hab so viel Scheiß einstecken, ne? Wieso bin ich eigentlich so viel größer gerade als du? Weil du Platten zu hast. Je. Ja, das ist aber nur so mini. Ja, auf seinen fragilen Männern Egen anzukratzen. Die Absätze sind kleiner als dein Penis. Warte, jetzt muss ich genau nochmal gucken. Was denselben piepen? Ja, deswegen gucke ich hier. Ja, es sieht gut aus.
Gerade so. Zum Glück. Aber wenn die Absätze größer sind als ja, das ist dann schon hoch, oder nicht? Was? Das ist wie auf dem Turm laufen, ne? Scheiße. Ja, was ist denn jetzt ein? Ist schon eine 20, oder nicht? Klappt's mit dem System, oder? Hi. Mauli. Kim hat tatsächlich heute keine Zeit und ich müsste gleich noch ganz dringend los. Ja, wir müssen ihr auch müsstet sonst tatsächlich. Ja, weil wie gesagt, sonst kommt morgen nochmal vorbei. Das wird zeitlich wahrscheinlich dann besser passen. Wenn? Ja. Dann machen morgen. Das ist kein Problem. Wann? Genau. Schaut einfach so vorbei, wie ihr Zeit habt. Ruft nochmal durch, ja, ob dann ist Zeit gut. Ist, ja? Okay, das weil ich kann jetzt genau keine feste Zeit dazu sagen. Perfekt. Okay, dann machen wir. Zu wem sollen wir dann? Kim, der hat dein Tattoo angefangen. Komm einfach rein, ruf nochmal durch und da wird mit dir dann nochmal geguckt, ja? Okay, soweit. Machen wir. Team, so okay. Dann noch schönen Tag, soweit. Euch auch. Tschüss. Ja, auf zum Gerüchten. Ey, Heiken! Hallo! Wohin? Wie geht's? Hallo! Gut, dir. Außer, dass Timmy gerade irgendwie keine Zeit für mich hat. Was? Noch selben nicht, was sie wollen. Timmy hat keine Zeit für mich. Wer hat keine Zeiten für dich? Timmy. Tim. Der ist doch vor dem Gerüchten. Nee, nicht Timmy, Timmy! Du Vollidiot, unser Oben! Wer? Ist schon Oben? Nee, Timmy! Jeder Rothaarige, oder nicht? Ja! Jeder ist unser Oben! Wieso ist das euer Opa? Ja, weil es Poppen-Mam ist, oder nicht? Poppen. Ja, das stimmt. Ja, also ist mein Oben. Poppenmann. Echt? Poppenmann. Je, wann? Ja, wo bist du? Bei Kraut und Rüben. Hä? Ja, bei Kraut und Rüben. Jetzt fahren wir zum Gewichten. Kraut und Rüben? Je. Machst du legale Arbeit? Ja, da wo Stich-Stich gemacht werden. Stich-Stich? Je. Bei ja, wissen, Heiken. Ja, da wird halt Stich-Stich gemacht, danach hab ich ein Rau-Rau auf meinen Händen. Bist du beim Sams? Nee. Bei Kraut und Rüben. Und jetzt fahren wir zum Gewichten. Jetzt fahren wir zum Gewichten. Du bist auch so eine Traube in Rübe. Nee, ich bin kein Rüde. Doch. Nee. Ja doch, du lässt dir doch einen Tetten stechen. Ach, ich lass einen Tetten stechen, stimmt. Je. Wir haben gerade fast jemanden getötet! Ja, wir haben dich fast überfallen. Was? Jetzt sag mal, Heiken, was steht denn an? Ich will mal richtig Geld verdienen und Sachen machen. Sag mal. Ja, mir ist langweilig. Timmy will nicht mit mir reden. Je? Ja. Dann musst du deine Aufmerksamkeit für dich gewinnen. Wollen wir Pete ein bisschen auf den Sack gehen, vielleicht? Ja, bin ich gerade. Ja, ich auch. Ich seh dich sogar. Scheiße. Wer und Heiken? Warum machst du die Tür auf? Hey! Wollen wir aussteigen, oder nicht? Versichern betrogen. Hallo! Modi! Ja, komm einfach erstmal mit ins Gerichten. Hallo. Okay. Warum? Was ist denn drin? Der Jimmy hat verhandelt. Jim wird ihn verhandeln. Warte mal, ich muss mal gucken, habe ich irgendwas Illegales dabei? Ja, ist so egal, ich habe auch noch... Willen das noch gucken? Nee, ich habe einen Joint. Ja, warte, ich habe noch gucken. Ich habe noch ganz viel dabei. Ich habe eine Axt dabei. Ja, eine Axt ist doch nicht schlimm, oder nicht? Gucken. Danke. Hasi! Ich will auch! Ich will auch finden! Will, das ist der große Hasen! Der Waldemar! Der Walden! Hast du mir jetzt auch was gegeben? Wie Joints? Ich dachte, ich krieg Koks! Warte, Koks habe ich auch noch. Ich glaube, deine Tasche ist voll. Jedes Mal das Gleiche! Hier! Oh, danke! Du kannst vielleicht noch schnell essen! Der wird jemand überfallen! Ey, du Rowdy! Was soll das? Sorry, falscher Gang! Ich hatte den falschen Gang drin! Ach du Scheiße! Spinnst du? Gut.
Die Frage ist er drüben in den richtigen Gerichten oder hier in den hier DOJ-Dingsen? So, jetzt habe ich nichts mehr dabei. Okay, los geht's. Finn? Was machst du da gerade? Oh, da ist der Affe! Was? Da ist der Affe! Wo, ey? Ja, schlag den doch. Nee, das ist mein Freund. Ne, wie geht's dir, Schimpi? Ich hab einen neuen Freund. Ich hab einen neuen Freund. Ui. Aber mein Riesenhasen ist besten. Nee, mein Affe ist der Beste. Und hier gehen wir rüber oder nicht? Ja, was geht jetzt hier? Hier gerichten, komm mit, Affi. Ey! Oh. Ey! Entschuldigung. Umgeschmissen. Entschuldigung. Ey! Alles gut, ist nichts passiert. Niemand schmeißt meinen Schwägerin, ich weiß nicht. Schwiegenschwestern um. Schwiegenschwiegenschwestern. Ey! Komm, Hasi, komm. Komm mit, Affi. Komm, Hasi. Ja, ich komm ja schon. Wie? Mein Affenfreund ist der Beste, den es gibt. Das sind Hasen wie auch. Deine Mutter ist die Beste, die es gibt. Hey, war das gerade Katan? Hä? War das nicht gerade Katan? War... Doch, sie hat so sich angehört, ne? Feini, so ein Feini. Die? Weil... Ja, das ist Katana. Hat die was gesagt, Finn? Weiß ich nicht. Ja, da ist Katana. Ey, Karten, Karten. Wer ist das? Unseren Schwächsten. Die scheint euch nicht so zu mögen, oder? Nee. Na, die mögen uns nur, wenn sie uns brauchen. Richtig. Ach so. Nicht so wie Affi, der folgt mir auf Tritt und Tritt. Komm, Hasi, komm. Wo kommt immer der Affe? Da kommt auch ein Clown, wenn ihr das Zeug nehmt. Was? Noch mehr gucken, okay. Ja. Noch mehr? Nee. So, Heiken, ich will Geld verdienen. Wo krieg ich Geld? Hasi, komm, müssen wir. So beim BT eine Geiselnahme machen oder so. Das gleich haben wir. Einen Plan, der mehr als 90%. Erfolgschuss hat? Ja. Weil der hört sich komm, an wie einer der 1% nur hätten. Die. Justiz? Und die? Die hast du uns eh schon alle, da kann nichts mehr passieren. Ja. Achtung? Nee. Nix Achtung hier, könnt mich mal. Scheiß Arschloch. Scheiß korruptes Schwein. Scheiß Kopi, Affi, hau ihn! Victor. Los, Hasi! Fock-Attacke! Mach auf jetzt! Komm! Ich glaube, wir müssen da lang. Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen hier lang. Modi. da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Hasi, nein! Was denn? Mein Hasi ist runtergefallen. Akira. Hier ist niemand. Ey! Wie ist es hier mit dem Umweg groß? Eigentlich gelaufen? Warte mal, ich frage mal hier. Es gibt noch auch noch einen großen. Maudi, für ihn. Ui. Müssen wir mal einen kostenlos großen trinken, wenn nicht. So ein kostenloses Wasser nehme ich mir mit. Ich dachte, hier werden Gerichten verhandeln. Ui. Ui, ich werde blockiert, Hilfe! Oh mein Gott! Hasi, komm nicht ran. Ey. Nee. Boden. Seid Hallo. Ihr Polizisten? Nee, auch nicht. Okay, wo ist Pressenverhandlung? Pressenverhandlung? Je, soll jemand verurteilt werden? Ja, weiß ich nicht, mit wem habt ihr das denn ausgemacht? Das ist halt die Frage, ne? Wo ist große Gerichten sollen? Ja, den suchen wir auch. Das ist hier Debbie Winden. Ich weiß, wo das ist, ihr Deppen. Das ist eine Lüge. Du hast uns den größten Umweg gelaufen, was es jetzt gibt. Dafür bist du hier raus. Hey. Guten Morgen. Warum? Hi, Kubas. Hi, Kubas. Drehen. Yeah. So. Oh, jetzt bin ich schwindelig. Okay. Wo ist eigentlich mein Affenfreund hin? Affi noch da? Nee, Affi. Affi.
Oh Mann. Ich hatte die ganze Zeit einen Affe hinter mir herlaufen. Das war voll süß. Ich hoffe, wir müssen uns nochmal im Quest Wayne. Okay. Ey, du da, du hast dich nur halb im Kreis gedreht. Ey, das ist meine Frau. Ja, die hat sich nur halb im Kreis gedreht. Was ist, wo ist das, Dwayne? Da ist Karten, ey, das, ey, ey. Hunderten. Die? Ich wäre sogar fast wegen ihr vor dem Brunnen gesprungen. Wie? Wo geht's dir an große Gericht? Wer und mein Zuckerschnutenschwesten? Wer und mein Lieblingsschwesten? Wieso vertrauen wir die überhaupt, Heiken? Nein, nein, du hast doch gesagt, wir sollen uns zweimal duellen und dann sind wir im Wundenland. Wir vertrauen uns jetzt. Ach, oben! Oben! Wie oben? Na oben! Wo? Wie nach hochen? Na oben! Ja, wo denn? Was hast du denn gerade gesagt? Nach oben! Du glaubst doch keinen Kopf oder nicht? Alle Waffen, Messer, Drogen, alles raus aus euren Taschen, ne? So nein. Ich hab nichts mehr. Wie? Ich hab meins im Müll geworfen. Ey. Ich behalte es bei mir, ist mir doch egal. Ja, eben. Oben, Leute. Mein Bruder oben. Und ich heute fetzen uns vom Gewichten. Oben. 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 Je. Wenn jetzt noch einer oben sagt, dem dreh ich den Hals um. Oben. Oben. Hallo. Oh gut. Müssen hier durch. Kopf, ja. Und irgendwer darf noch einmal eben zu mir kommen. In die Tasche auf den Boden legen, nochmal, genau. Wie? Ich gehe jetzt. Ja, wundervoll. Moment. Ja. Ja. Meine Schnecken in Ruhe. Was? Ja, super. Ja, alles klar. Okay, ich such dahinter dann nochmal die Taschen. Den wir vergessen, aber das den wir einem müssen, ne? Nee, nee. Ja. Jawohl, danke. Die Tasche? Da ist die Ja, kannst du ja machen. Da ist die Tasche? Mhm, dann würde ich erstmal die Tasche. Gehen Sie gerade mit 2 Meter nach links von Ihnen aus. Oder von Ihnen aus gesehen rechts. Ich habe rechts links, Schwäger, Offizier. Ja, also, ja. Ja, wunderbar. So, ich sag's mal, da, gehen Sie mal dahin. Kommt jetzt! Du musst jetzt mal durchsuchen lassen. Ohne Fahrschein. Rein. Hallo, ihr müsst zu Heiko. Der Frau dort. Je. Heiko, beruhig alles dich. Na, okay, gut. Nee. Heiko, beruhig dich. Kann man jetzt, ja? Howdy. Wer noch nicht dran war, einmal dann auch mit zu mir, bitte. Je. Perfekt. So, halt, stopp. Haben sie irgendwie noch eine Tasche zusammengefaltet irgendwo? Nee. Wundervoll. Oh, ja, dann bitte eben einmal auf den Boden stellen. So, hier, bittenschön. Dankeschön. Dann einmal bitte die Hände in die Höhe. Je. Ein Traum. Nicht erschrecken, ich habe kalte Finger. Ey, nee. Den grünen hattest du, ne? Ja. Nicht kalt. Oh. Gut. Oh. Mit dem Massagegerät schlagen Sie bitte keinen, ja? Nee, einen guten. Er war bei der Phallus-Tour dabei wahrscheinlich. Je. Yeah. Okay. Ich hab die noch nie gut mitgemacht. So alles man klar. Dann, ja? Die Tasche müsste ich noch eben einmal. Achso, ich dachte, die wäre schon durchsucht, sorry. Nee, so schnell war ich nicht. Hey. Wissen Sie, die Kollegin ist ein bisschen. Braucht ein bisschen. Ey. War schon frech jetzt hier, ne? Ist wirklich ein bisschen frech, ne? Ja, schon, oder? Bei solchen Kollegen, ja, ne? Gut. Außerdem ist sie die ältere von uns beiden. Ey, was soll denn das denn heißen? Weil man älter ist, ist man schlechter, oder was? Nee. Aber wegen dem, weil sie mich alt genannt hat. Also. Dann schön noch, ne? Schönen Abend noch, tschüss. So. Ich habe keine Ahnung, was es überhaupt geht. Die Freiheitsberaubung,
den Paragraph 33 Widerstand gegen die Staatsgewalt, Vermummung StGB, den Paragraph 4 des WUBIG mit Abfeuern einer Waffe, den Paragraph 11 gefährliche Körperverletzung des StGB. Bei Herrn Franklin kommt Sicherheit noch hinzu, dass er auch den Widerstand geleistet. Du hast dich einfach reingeschmuggelt, oder Finn? Zusätzlich zur Vermummung, den normalen, den Paragraph 33 Absatz 1 StGB. Und bei Herrn Burak Kanava. Die haben es nicht kontrolliert, Bill. Was geht's denn? Boah, guck mal, was für. Warum sind wir. Warum wurde ich nicht in so einem Gerichten verurteilen? Ja, aber da musst du was richtig Schlimmes machen. Ey. Wenn du was richtig Schlimmes machst, dann kommst du hierher. Ich muss kurz den Faden wiederfinden. Aber man hört ihn nicht. Doch. Nee. Nee. Auch die gefährliche Körperverletzung an. Paragraph. Hä, Billen, sind das auch Zwillen da? Guck mal, Zwillenstarzen walten. Ey! Scheiße. Dankeschön. Ja, mehr reicht als Viren. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, aber wie? Tatbestände in den Akten, ist das so korrekt, wie es da drin steht? Oh, der ist laut, der hat einen Akzent. Okay. Ich höre auch fast nichts. Gut, dann die Verteidigung bitte, Ihr Eröffnungsplädoyer. Ja. Wie lange wollen wir jetzt hier sitzen? Das ist, glaube ich, zu viel, um auf alles einzugehen. Das ist mein Onkel, Bruder. Ich muss wissen, was passiert mit ihm. Genau darlegen. Hey, kannst du doch dann einfach fragen. Verletzung gab. Ich hätte gleich auch mal einen Antrag. Also eine gute Beziehung haben wir auch nicht. Ja, einfach, ich habe falsch behauptet, auch nachweislich falsch behauptet in dieser Sache. Finn, du musst mich dran erinnern, wieder zum Müll zu gehen. Ey, mich auch. Ich hätte eigentlich nichts wegschmeißen müssen. Bei Aussagen entsprechend auch etwas. Bin einfach durchgelaufen. Es sind alle meine Drogen drin. Und mein Messer. Ja, ich hoffe, dieser Glatzkopf da, der hat das nicht irgendwie. In den meisten Punkten sind meine Mandanten freizusprechen. Auf die Einzelheiten würde ich dann im Abschlussplädoyer hier eingehen, aber ich hätte gleich noch einen Antrag. Okay, also es gibt schon Punkte, die eingestanden werden, aber nicht alle, ja? Ja, die meisten nicht. Okay. Gut. Sau cool gemacht, der Raum. Zu den Anträgen und Zeugen. Die Staatsanwaltschaft zuerst. Gibt es welche? Stimmt die Uhr? Wir haben einen Antrag und zwar hat sich die Zeugin, unsere Hauptzeugin, die Frau Knox, kurzfristig krank gemeldet und wir würden gerne, falls anwesend, einen Officer als Ersatz als Zeugen nennen, und zwar den James Reginald Waters. Ja, der Officer steht in der Akte, ist in Ordnung. Also nur Herr Waters, ja? Ja, je nachdem, ob er verfügbar ist. Wir haben das jetzt auf die Schnelle nicht prüfen können. Ansonsten noch Agent Morales, die bei der Entführung dabei war. Ich kann leider das TS nicht lauter machen. Ja, solange die in der Akte stehen, ist es okay. Wir haben Weil sonst trönen die Ohren weg, sobald der Micha redet. Ist das ein Herr oder eine Frau? Vielen Dank. Wir hören ja einfach gemütlich zu und ich halte meine Klappe, dann bin ich nicht Herr so Morales mega laut. Frau Morales. Frau meine Morales. Kamera so lange aus, dann kann ich ein bisschen im Hintergrund aufräumen. Agent Morales. Gut. Dann die Verteidigung. Sie haben ich hätte eine kurze Frage dazu. Gibt es denn eine von denen, ich weiß nicht, vielleicht hat die mittlerweile geheiratet, aber gibt es denn auch welche, die dort bei dieser Tankstelle dabei waren, die ja heute hier aussagen? Herr White. Ach so, er war also ein Opfer an der Tankstelle. Okay. Ja, gut. Ja, ich hätte Moment, sonst noch... Moment. Von Herr White haben Sie gerade nichts gesagt? Herr White steht in der Zeugenliste von uns beantragt am 11.04. Okay. Also er ist sowieso schon als Zeuge geladen. Das heißt auch Frau Armstrong? Frau Armstrong hat sich abgemeldet am 14.04. Okay, nee, dann kommen wir zur Verteidigung. Ja, vielen Dank. Ich würde nämlich mal einen Antrag stellen, gleich hier schon mal etwas festzustellen, worauf die Staatsanwaltschaft die ganze Zeit eingegangen ist, dass hier von allen Leuten Schmauspurentest gefunden worden ist, was einfach faktisch nicht stimmt. Das werden wir gleich nochmal kurz in der Akte danach sehen. Und deswegen auch einfach bei anderen Leuten irgendwie jetzt einfach sagen, ja, dann haben die wohl gefährliche Körperverletzungen und alles andere wohl auch gemacht.
Das ist einfach auch faktisch falsch, wenn Sie vielleicht mal kurz in die forensischen Beweise gehen. Nach ganz unten, da sind nämlich alle Schmauspurentests. Wenn Sie das vielleicht auch mal oben aufmachen könnten. So, haben Sie das offen? Weil dann zeige ich Ihnen das, was hier maßgebend unterschiedlich ist. Also in den forensischen Beweisen, ja? Ja, ganz unten die Schmauspurentests. Wenn Sie da zum Beispiel schauen, bei Herrn Steiner beispielsweise, gibt es dort noch eine Typbezeichnung der Waffe, mit der dort geschossen sein soll. So, und das indiziert, ob ein Schmauspurentest letztendlich positiv war oder negativ war. Und bei Herrn Chanawa und bei Herrn Yang sehen wir, dass diese Typbezeichnung der Waffe fehlt. Entsprechend war dieser Schmauspurentest auch negativ. Nur weil ein Schmauspurentest genommen worden ist, was dort passiert ist scheinbar, heißt es noch nicht, dass er auch positiv sein muss. Und das ist jetzt hier einfach auch der Fall gewesen, dass die beiden negativ waren. Das sieht man eigentlich da auch. Ist ein bisschen schlecht erkenntlich, aber es ist nun mal so. Und das wird hier einfach mit angelastet, ohne irgendwelche Beweise und gleichzeitig irgendwie noch die gefährliche Körperverletzung damit reingenommen, nur weil da ein negativer Schmauspurentest vorliegt. Das da möchte ich da gerne einmal was zu sagen. Bitte. Ja, grundsätzlich ist bei der Forensik, also wir arbeiten natürlich öfter mit den Akten, deswegen können Sie das wahrscheinlich auch nicht so wissen. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Schmauspurentests, die Forensik nehmen kann. Und das ist einmal der Schmauspurentest an der Waffe. Da brauchst du mal auch Bilder. Grundsätzlich, wenn der Schmauspurentest an der Person genommen wird, dann sieht das eben genauso Schatzen, alles gut? Wie bei Burak Kanawa. Ja, wir können auch wieder gehen, wenn du ja, wollt. Alles gut, danke. Ein tut mir leid, bei ihm wurde keine Waffe gefunden. Wie soll bei ihm denn an seiner Waffe, die er gar nicht dabei hatte, ein Schmauspurentest stattgefunden haben? Also, an der Person. An der Person selber. Es gibt, ja, so bei Herrn Steiner wurde auch keine Waffe gefunden. Wie? Das wird ja richtig spannend, ja. Das funktioniert auch nicht, was Sie erzählen. Brauchen wir ja nicht über den Mund fahren, ne? Also grundsätzlich habe ich die Möglichkeit, einmal Schmauspuren an der Person zu nehmen und einmal an der Waffe. Bei der ja, so fühle ich mich auch gerade. Ja, dann Waffe wollen wir wieder gehen, oder? Gefunden wurde, die Schlock 99. Willen? Dort ist ein positiver Schmauspurentest hinterlegt worden. Scheiß auf Jim. Dann natürlich bei den Burkanawa. Die Officer schreiben diese Notiz selbstständig auf. Also das heißt, so okay, dann hier drin ist, gehen wir zoppen. Wie? Der Akte wie? Wie? Tut mir leid, ich muss es nochmal sagen. Die Schmauspurentest an. Ich habe kein Geld. Aber keine Waffe bei ihm gefunden. Ja, dann. Noch gar nicht vor, deshalb, Jody. Und jetzt sagen Sie. Mike, du musst uns jetzt zeigen, wie es funktioniert. Das war ein tolles Theater. Das war ein richtiges Theater, nee. Jody. Hey, warte mal, den kennen wir doch. Hey, wir kennen dich doch. Hallo, was geht? Bist du der König vom Stadtpark? Hey, ich bin nicht der König vom Stadtpark, das habe ich nie behauptet. Doch, hast du gesagt, das habe ich genau gehört. Mann, ich habe nie im Leben gesagt, dass ich der König vom Stadtpark bin. Das habe ich genau gehört. Nie im Leben hätte ich sowas gesagt, Bruder. Verdammt, wer sagt das, der König? Das ist mein Bruder, ist dein Bruder. Hey, du bist unser Brüden? Ja, was ist hier los, Mann? Den Gerichten verhandeln. Ja. Ist das nicht dieses Jimmy, Mann? Je. Ja, also unser Onkelbruder. Unser Onkelbruder. Ja, was soll denn der gemacht haben? Ach, nichts. Unschuldigen, aber die Schweine behaupten Sachen. Ja, du zu deinem Onkel. Immer. Nee, wir gehen jetzt raus und ich halte sie nichts mehr aus. Yeah. Hey, geh doch mal vor und frag, was los ist. Oh, rein, Leute. Genau, je. Ciao, die waren spannendes Theaterstücken. Guten Morgen. Erstmal zum Mülleimer. Yeah. Yeah. Oh Gott, mir ist schlecht. Ich muss. Ist ein langweiliges Theater. Pfandflaschen, geil. Ey, die ganzen Drogen sind noch da. Ich hab meine noch extra alle nach unten. Ist das euer Ernst? Habt ihr das in den Mülleimer gesteckt? Ey, das ist Schlagring, den gönn ich mir mal. Je? Ey! War es gemütlich auf meinen Schultern? Natürlich denke ich, diesen Mülleimer soll ich lieber verhaftet werden. Ja, ich dachte, ihr habt das einfach schnell konsumiert. Ist alles! Ja. Willst du, dass ich sterbe? Nein, aber... einfach eben schnell durchziehen. Davon stirbst du doch nicht. Warte, ich probieren.
Willen, hast du meinen Slugwing mitgenommen? Das ist für deinen, ich dachte, ich hab den Schenken gefunden. Ja, klar. Es war mein, den hab ich dir geschenkt für deine Frauen als Ehering. Nein. Ich sollte damit jemanden verprügeln. Nee, du solltest das nur der Frau schenken als Ehering. Hä? Ich werde doch dein Trauzeugen, je. Ach so, ja, ja. Jetzt mal dein Handy frei, anderen, du. Die anderen Jointen hast du auch mitgenommen, ne? Hast du deine mit meins zusammengelegt? Ja, ja, ich hab die extra ganz tief unten rein. Je, ich auch, ganz unten hin. Also, ganz unten im Müll. Hab extra gewühlt, damit ich da die unten. Und meinen Kuchen hast du, glaube ich, dann noch. Je. Ja, nimm, behalt ruhig was, aber ey. Einen Kuchen nehmen wir noch. Willst du auch gucken? Nee, tschüss. Ich wollte fragen, wo man so richtige Zigaretten kauft. Ich muss leider jetzt erstmal weiter. Laden. Wie? Ich sag, du bringst es jetzt bei, wie man krass ist. Wohnungsbesichtigung. Ja, ich hab ja morgen Bingo in unserer Bar. Und Security will. Wo ist morgen Bingo? Ich komm vorbei. Bingo. Morgen 20:30 Uhr Bingo in unserer Bar. Ich bin der Moderator. Yeah. Was gibt's zu gewinnen? Viele Gutscheine, tausende Gutscheine. Also eigentlich gewinnt jeder so gut wie. Ich brauche einen Kraut- und Rübenschein. Ja, schön. Audi. Nee, den gibt's nicht. Wie, den gibt's nicht? Floren und Fountain netten geben. Es gibt immer Dönergutschein für 1000 Dollar. Zieh dir mal die Zune kurz mal neu an. Bennys Gutschein für 1000 Dollar. Alles. Bennys würde ich auch nehmen. Perfekt. Aber ich muss jetzt erstmal hoch, wir sehen uns später nochmal. Wir fahren mal, wir fahren mal zu Ben und fragen mal, was so ein Thun kostet. Aber ich liebe ihn. Tschüss. Ja, Mann, gut, hey. Wir haben kein Geld, Nutti. Ja, stimmt, das war egal. Der ist hingefallen. Ich brauche echt mal neuen Klamotten. Ich wollte dich auch umrennen. Das braucht viel Üben. Ja, sehe ich. Mountain. Lodi. Geht jetzt nicht, ne? Ich hasse es mit dem Telefon. Schlag ihn! Niemand schlägt meinen Bruder! Seine Frau getötet? Ach, nie langweilig. Niemand schlägt mein Bruder! Mein Bruder! Nicht schon wieder! Der S kackt schon wieder ab. Timeout. Wie sehen wir auf meine Nase? Oh, die. Oh, no. So finde ich. Oh, so finde ich die immer mitschippen! Muss mitschippen! Ach, stimmt, machen wir jetzt einen Nappen, los. Es geht doch nichts um über eine Z-Man umarmen. Boop. Au, jetzt hab ich Schmerz. Auf zum Sand! Da seht ihr, wir haben so viel vor heute noch. Und Bill? Mem? Ja, seid ihr noch House of Music? Nee. Kraut und Rüben, sorry. Nee, die wollen uns nicht haben, die Arschlöchen. Wir haben gesagt, wir kommen morgen wieder. Wir haben gesagt, morgen kommen, aber nicht zu mir, nur zu finden. Das heißt, ich krieg niemals. Ich hab meine 4000 Dollar sind weg, Mem! Hä, warte, nochmal. Hey, doch, er hat gesagt, was? Zusammen morgen gehen. Ich brauche Geld für Klamotten. Das ist nicht das, was ich wissen wollte. Was ist da jetzt mit Kraut und Rüben? Du hast dich verändert. Ich will nur wissen, was da jetzt los ist. Die haben keinen Termin für unten. Boop. Und für Finlay, der hatte um 20 Uhr einen. Ja, angeblich hatten einen, aber hatten doch keinen. Wir sind gerade beim DOJ. Ey, der ist unser Lieblingsrechtenwaldenanwalten-Star. Ich schlage jetzt per Anwälte. Nein, das macht ihr nicht. Du, bis gleich, Mem. Nein. Wir sind jetzt im Knästen. Nein. Hol schon mal einen Anwalt, dann bist du Jeremiah Charity oder wie der hieß. Verdammte Scheiße, nein. Wie nein? Boop. Nein. Ey, du scheiß Anwalt, komm mal her. Bill. Ich mein dich, du Arschloch. Bill. Warte, lass mich Mama anrufen, dann mach ich mit meinem Mund so Slap-Geräusche. Aus. Scheiße, Mann, ich wollte dich veröffnen. Und hier rufen an. Okay, warte, ja. Telefon, ey. Da ist Mom. Nimm das, du Anwalt! Nimm das! Ey! Finlay, hör auf damit! Wir klatschen Anwälten, Mom! Nee, ihr klatscht! Nein! Ah.
Warum? Einfach so, weil Bill einen Gesagten hatten. Und was meinen Bruden sagen, das tun. Ja, gut, okay. Wir brauchen Geld für Klemmunden. Und wir brauchen Geld für Klemm. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt gibt's Arsch. Oh, ja, schön. Ganz richtig. Jetzt Bill, wir müssen Anwalt klatschen. Oh, oh. Sofort. Was? Hallo. So, yeah. Warum lügt ihr mich an? Wie wir lügen. Wir haben geklatscht, hast du doch gehört. Ja, klatsch, aber dann wahrscheinlich... In die Hände, klatsch. Bei Kitten auf dem Popo ja vielleicht. Ey, das hab ich nicht gemacht. Ich so nie. Aber der Anwalt da hinten hasst uns. Welcher? Der mit dem Stocken. Der mit den Stücken. Ja, da. Wer ist das denn? Anwalt, der, Anwalt, Sohn. Der uns prozessiert hat, also mich. Ein Bild. Nee, uns. Also, nee, uns. Ja. Muss wissen, Schatz, wir hatten uns mal als Gerüchten, hat sich Bill als ich ihn ausgegeben. Weil ich nicht konnte an dem Tag. Und das ist ja fast durchgegangen. Das hätte fast funktioniert. Bis sie einen Scheißausweis sehen wollten. Zweimal haben die meinen Ausweis angeguckt. Erst beim zweiten Mal haben die es kapiert. Ja, ja. Das nächste Mal im Ausweis nennen wir uns Fillen und Billen einfach. Mambo, kann man Ausweis fälschen? Da ist ein Affe. Das ist mein Freund! Aua! Aua! Was Hasi? Gucken. Hat man vom Affen geklatscht? Du musst wissen, Schatz. Mann, beruhig dich! Ist jetzt besten? Aua! Kämpfst jetzt nichts mehr gegen die Luft? Du bist ein Affe. Jetzt war mein Freund, wie soll's denn geprügeln? Hat er nicht anders verdient? Öl! So kannst du nicht mit Affi umgehen. Der ist ein besserer Freund wie Finn. Du darfst doch Affi nicht tweeten, Mann. Wann hat das Unicorn auf dem Dienstag oder Mittwoch? Vor Diensten? Je. Wir gehen ins Jun. Wie hieß die nochmal? Potato oder? Candace? Brambleberry? Strawberry? Cupcake, Buttercup. Buttercup. Okay, Familienausflug ins Trippenclub. Je. Was? Je. Und Tito Fan? Na, viel Spaß euch. Wie, du kommst mitten? Nee, ich bin Ausflug ins Trippclub. Das ist eine Familientradition. Das ist Tradition, Schatzen. Frag Mom, die ist mit ihren Mann öfter da. Nein. Was? Nein. Kannst du nicht so uns in den Rücken fallen? Das ist so echt. Achso, ich sag ja. Ich? Die Jig ist ab, jetzt ist eh zu spät. Ich konnte nicht wetschen, ob meine Mama mich angerufen hat. Ich finde ein Bild. Doch nee. Nicht der. Die Stinker. Wo hast du deinen Pimmelkopf gelassen? Nee, wegen dir haben wir gestern Fallentour gemacht. Richtig. Du hast uns motiviert zu Fallentouren. Okay. Wir haben ganz viele gesehen, die sahen aus wie dein Kopf. Mal klein und dann noch kleiner als du und dann Größen. Je. Ja. Muss vielleicht. Habt ihr euch mal gegenseitig beobachtet in eurem Körper? Jetzt? Krallen, ist das in Ordnung, wenn man als Familie ins Zirpenklubben geht? Ja, nicht schon, würde ich sagen. Je klar oder nicht? Man musste so, doch einmal mit seiner Frau hin oder nicht? Ist Papi nicht so zufrieden darüber, oder? Die ist nie zufrieden. Die hat sich richtig verändert, alles sagen das. Halt die Klappe. Okay. Guck, die hat gesagt, halt deine Klappe, das hätte ich früher nie gesagt. Früher nicht gesagt, mein Engel, es tut mir leid, dass du so denkst. Ich mach alles für dich, hier ist eine 4500 Dollar Wohnung. Wo Schlüssel? Wo? Also mir fehlt der alte Finde in seiner Latzhose, muss ich sagen. Oh Gott, wo ist die abgeblieben? Die hab ich noch, glaube ich, in den Kopfraum. Yeah. Unsere Mama hat kein Geld für Klamotten. Nee, ich muss gleich Blitzer bezahlen oder so. Ich hab auch noch Blitzerpellen. Oh, zum Glück fehlt nie jemand mit meinem Auto oder ich. Ja, wo ist denn der Affen? Ah ja, wir haben da einen. Ich weiß, wo ist denn. Packen. Yeah. Zum ersten Mal. Hey. In weiß ich nicht, wie viele Monaten. Weiß ich, wo mein Auto ist. Hobby. Ja? Darf ich Finlay und Bill Geld geben, damit sie jemand aufs Maul hauen?
Je. Du kannst es mir geben. Nee, Stimmen, nein, Stimmen. Also, aber die hauen dann immer noch das Bauarbeit trotzdem, ja? Die brauchen kontrolliertes Taschengeld, die können mit dem Geld nicht umgehen. Okay, wie viel brauchst du? Wie viel willst du dafür haben, Poppy? 1000. Ach Gott, so viel habe ich nicht bei. Ich habe $100 bei. Ich mach's für 50 Kallen. Ja, okay, also er hat schon mal Kürzungen gekriegt, oder? Ich hätte fast $100 bekommen, Billy. Nee, das ist 50 für jeden. Ja, ja, genau, deswegen habe ich gesagt, ist ja hier, bitte. Okay. Sogar noch ein bisschen Trinkgeld. Wenn meine Jungs kommt her, ihr kriegt Taschengeld. Ja, ja. Ey, ihr müsst den Mann da im Weiß da, der die weiße Frisur hat, aufs Maul hauen. Wer hat weiße was? Na, der da vorne bei der Frau, der rechte von denen. Ist das ein Anwalten? Ja, ja, aber so, wenn ihr schnell seid, dann erkennt ihr euch nicht. Er unterkennt nie jemand. Ja, siehst du, das ist doch gut. Und die finden, los geht's. Okay, Schatz, ich lieb dich, wenn was passiert, ein Auto steht da eingefahren. Hol schon mal ein Auto, hol schon mal ein Auto. Oder, ja stimmt, hol das Auto. Hol das Auto, schnell. Mach einen Fluchtenfarzen. Okay. Okay, Bill. Okay, los. Also, wie ich dich kenne, wirst du das eh nicht durchziehen. Wen jetzt überhaupt? Ja, den Weißen hier, oder nicht? Oh Gott. Oh Gott, ein Türsteher, Bill, ein Türsteher. Bowden. Du wirst uns so nicht behandeln, als wären wir schuld an dieser Situation. Da mache ich doch gar nicht. Aber ich habe auch keinen Bock, dass diese Situation so weitergeht. Richtig, du willst dich von deiner Familie weiter erpressen lassen. Ich lass mich von jemandem erpressen lassen, ist das von dir. Entschuldigung, wir wollen sie auch erpressen. Es geht nämlich um Folgendes. Uns wurden $100 gezahlt, dass wir sie aufs Maul hauen. Richtig. Sie, was ist denn mit euch los? Verpisst euch, ihr Nulpen. Was sind Nulpen? Ich bin keine Tulpe. Ich bin kein Tulpen. Die Leine jetzt. Tulpen. Red mal vernünftig. Ja. Du bist ja ein richtiger Asozialer. Ja, was ist denn da drin Schlimmen? Geh weg jetzt. Abstand. Mach dich ab. Los. Ich bin kein Hund. Nur $100 können unseren Twin trocknen. Verpiss dich jetzt. Für $10 gehe ich. Ja, dann nimm deine verschissenen $10. Ihr kriegt sogar mehr. Die sind gerade gekommen und gesagt, sie wollen mir aufs Maul hauen. Nee, ja, wir müssen nicht, wir wollen. Hauen wir dem Auftraggeber zurück. Wir eben. So, komm jetzt. Also, das machen wir hier nicht. Als ob wir unseren Auftrag geben, verkaufen. Für zwei Kerle. Ist mein Kerle. Also. Wie viel Geld hat er ihm gegeben? $100. Mein Gott, was ist denn das für ein Zirkusverein hier? Wir sind die Chapmans. Yeah. Ja, ihr seid gar nichts. Meine Herren, Sie hatten Ihren Spaß und jetzt können Sie uns anständige Menschen einmal... Also Sie wurden von denen da hinten beauftragt, sich das Henker einer reinzuhauen, ja? Nee. $200. Also, denk doch da, Mann. Nur ein bisschen Dollen kann man Zungen locken. Mein Gedächtnis, wissen Sie, ja. Ja, aber Sie haben mir jetzt gerade schon zugestimmt. Nee, das ist... Ja, das ist tatsächlich... Nicht mein Irrtum. Jeden Tag 1000 Gesichten, ja? Ja, Sie gehen jetzt einfach besser. Was halten Sie davon, hm? Wohin denn? Weg. Es ist mir gleich... Ist hier ein freier Ort? Ich kann stehen, wo ich will! Ja, aber aktuell belästigen Sie uns. Ja, dann können Sie doch weggehen! Nee, ich hab nie bedroht. Sie haben uns sogar bedroht. Was ist denn das stimmt los? Nicht. Hatten Sie denn keine Kinderstube? Nee. Ja, das merkt man. Ich hab ihm Mittelfinger gezeigt, weil er schreibt mir gerade per SMS, los, hau ihm aufs Maulen. Wer tut das? Wer stiftet sich seine Straftat an? 200 Dollen! 200 Dollen! Wer stiftet sich seine Straftat an? Sonst sagen wir nichts. Sagen Sie es mir. 200 Dollen, sonst sagen wir nichts. Oh. Die bekommen jetzt Verstärkung. Justus, unser Backup kommt. Heißt, das ist dein Auftraggeber, Justus. Also... Oh nein, das ist noch schlimmer. Das ist viel schlimmer als der Auftraggeber. Es ist alles schlimm. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Audi, Mom. Mom. Telefoniert, okay. Ich hab nichts gemacht, nur dich guten. Siehst du, sie geht, sie hat uns wieder vergessen. 200 Dollen, dann sagen wir, wer der Auftrag geben müssen. Wir wissen jetzt schon, wer der Auftraggeber ist. Und hauen den vielleicht auch einen rein. Wir werden ihnen doch keinen Auftrag erteilen, dass sie jemanden verletzen. Meine Güte. Nee, das würden wir Freiwilligen machen. Das würden sie uns ja nicht beauftragen. Das ist ja ein Bonus, ja. Die genau. $200 können sie uns als Trinkgeld geben. Die richtigen. Kein Geld. Jetzt weil wir Charmanten sind. Gehen Sie einfach. Nur ein Dollen. Nur ein Dollen. Ein Scheinchen für meine Tränen. Ein Scheinchen für meine Tränen. Sie können arbeiten gehen. Man sucht so einfach Leute, die einfach irgendwelche haben sie Arbeit Befehle ausführen. Haben Sie Arbeiten? Bei der Polizei zum Beispiel. Oder bei der FIB. Die werden uns auch bestimmt danken. Okay, wir können gehen, Bill. Und ich. Danken. Danken.
Jody. Jody. Ja, für 5 Dollar kann man schon mal machen, würde ich. Können wir schon mal Stress anfangen, falls die Knäs kommen. Okay, warte mal, was erzählen wir jetzt Kallen? Die Mann ist stark für uns. Die hat einfach eine Klarinett. Wir haben 5 Dollar bekommen. Richtig. Wow. Das heißt, warte mal, wir haben 55 Dollar verdient. Ich hab noch nichts verdient. Du hast auch von Mom Geld bekommen. Nee, glaub nicht. Okay, wo fahren wir jetzt hin? Wir werden noch kurz auf Mom oder nicht? Ja, stimmt, ja. Mom. Willst du dich einfach allein lassen oder wetten? Mom. Das heißt, warum hat das Fluchtenauto nicht rausgeparkt? Ist wirklich sowas, wenn die... Weil da bis gerade noch ein Auto die Garage versperrt hat. Was willst du machen, wenn jetzt die Cops gekommen wären und uns verhaften wollen? Dann hätte ich euch ausgelacht und wäre weitergegangen. Das ist vernünftig, ja, stimmt. Ich bin der Lieblingsschwager und ein Ehemann. Ja. Was war da jetzt? Nichts, allen, wir haben 5 Dollar bekommen. Warum? Ja, weil wir nicht auf Maulen gehauen haben. Richtig. Die hatten Angst gehabt. Die mussten sogar Waffen rausholen. Die hatten sogar eine Knarre und eine Axt auf einmal. Ich frag mich, wo der eine Mann die Axt auf einmal her hat. Einfach aus seinem Arschloch rausgezogen. Der mit der Jacke da. Der, guck mal hier, der ist so richtig auf James Bond-Tool. Ja, der Wachton. Nee. Was? So, weißt du, der so da steht so. Und der hat eine Axt rausgeholt und hat da was gesagt? Nö, der war Mr. Weiß Silence. Der war Mr. Silence persönlich. Ey. Der links steht. Ja, Mann, der so steht, wie ich grad stehen, ey. Ja, der Blonde. Der hat eine Axt rausgeholt. Der hat einen Axten. Der andere hat eine Knarre in der Hand. So einen kleinen Kinnpisten. Was? Waffenpisten. Pisten. Warte, was ich seine Lachfleisch nicht. Die verstehe ich manchmal nicht. Skipisten. Jetzt bin ich immer noch aufs Maul hauen. Komm einfach Kalle hauen. Ey, Köln! Köln! Er hat uns 5 Dollar gezahlt. Ich hab dafür 5 Dollar bekommen! Ey, habt dich mal, ich will das Geld wieder haben, die haben nichts. Welches Geld denn? Ich weiß von nix. Wir haben geschlagen, die haben zurückgeschlagen. Ich hab kein Geld. Hast du nicht mal gesagt, eigentlich hätten wir noch Gefahrenzulage verlangen sollen. Der hatte eine Axt. Ey. Niemand schlägt meinen Bruder! 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 Ihr Wichser! Niemand schlägt meinen Bruder! Scheiße, wir müssen rennen, glaube ich! Wir müssen rennen! Niemand schlägt meinen Bruder! Oh, Scheiße! Erstmal kurz Pause. Oh! Erstmal kurz. Es werden zu viele reden. Es werden zu viel, weil ich auf die Mauen. Auf der Mauen ist das Beste. Auf dem Lauen, ja? Yeah. Auf dem Lauen, auf dem Mauen sitzt ein kleiner Mann. Geiler Style, ey. Beim Training. Wie fühlst du dich? Ich glaube, ich habe was am Siebenbein abbekommen. Also mein Kopf tut weh, mein Nacken, meine Wirbelsäule, mein Becken, meine Beine, mein Arm, meine Schulter, mein Arm, meine Hand. Je. Ey, vor allem der eine Koppen ist uns noch hinterher gewandt, ne? Was? Ja, der hat seinen Tasen rausgeholt. Ey, Schatzen, wir sind quasi auf der anderen Straßenseite. Ich soll Outen holen. Der holt ihr uns ab, also Mom und du. Lass Kallen da, Kallen ist nicht gut. Oh Mann, ey. Wie Aussagen. Warte mal, ich mach dich auf Lauten. Wie Aussagen. Ja, die Polizei ist hier. Was? Ja, gut, ist ja auch das Bieden, ne? Da ist immer Polizei. Wie Aussagen. Die nimmt gerade die Aussage von dem Kallen. Anderen. Der Hund, der Wichsen! Und der sagt, das war eine einvernehmliche Schlägerei oder so. Achso, ja, dann ist er ein guter Mann. Dann ist er doch kein Wichsen. Aber die wollten trotzdem seinen Ausweis.
Ja, kommen wir zurück. Nee, bist du nicht? Nee, wir gehen da nicht hin, Finn. Komm ruhig hierher, komm wieder. Ja, dann gehen wir billen. Ja, easy peasy. Okay, wir kommen gleich. Okay, okay. Oder willst du noch ein bisschen entspannt sitzen? Ich vertraue keinen nicht. Ja, aber das hat ja nicht Kallen gesagt, das hat er meinen Frauen gesagt. Also ja, aber deine Frauen ist vielleicht eingewickelt von Kallen. Vielleicht ist sie eine bescheidene Schauspielerin von Kallen. Das ist ein langer Plan von denen gewesen. Nein, die gibt ja nur das wieder, was er gesagt und tut. Wir glauben nicht. Weißt du, die Drogenkontrollen oder Führerschein? Wir haben doch kein Auto, was wir führend sein. Nee. Aber Außenweisen können sie kontrollieren. Nee. Ja doch. Und dann stellen sie fest, zwei Blitz oder drei. Wie zwei Blitzen allein heute? Nee, vom letzten Mal. Ach ja, scheißen drauf, nee. Da bist du einmal und dann bin ich einmal. Und dann, glaube ich, bin ich nochmal. Oh, scheiße, jetzt suchen wir uns mit Helen. Oh nee, ey, hier bin ich! Schrapp, 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 schrapp. Wo ist ein Schnapp? Die! Da stehen immer noch die Koppen. Okay, die gehen, die haben keinen Bock auf uns. Ist Auden offen? Hast du Schlüssel von Mom? Schade. Offen ist ja. Ist nicht offen hier. Schade. Hat ihr euch beruhigt wieder, ja? Hat jemand einen Dietrich? Um Bock ein Auto zu klauen von den Cops? Ich hab leider kein Bein. Nee. Der Motor ist an. Also echt? Je. Ah, scheiße. Du kannst, musst nur schneller sein, wenn sie ihn aufschießen. Ja, nee. Warum du weißt doch, dann kommen kleine Tränchen aus denen ihre Augen. Und dann muss ich ganz lang reden. Naja, aber warum rennt ihr weg? Weiß nicht, wir haben Koppen gesehen. Ja, aber solange man keine Anzeige macht, dann machen die nichts. Die Schweine. Wie? Ja, bei so Schlägereien, da musst du eine Anzeige machen, sonst machen die nichts. Was? Anweisung von Poppen? Die haben das doch mit eigenen Augen gesehen, sind die dumm? Ja, das mit der Anweisung habe ich gemeint, du sollst den schlagen. Was Anwalt von mir? Wessen Anwalten? Welchen Anwalt? Nein, ich habe ihn geschrieben, wo die da vorne noch standen, dass der jetzt zuschlagen soll. Und dann hat er Finn mir den Mittelfinger gezeigt. Genau. Schaut sich der Finn an, je? Yeah. Was geht bei euch so kallen? Von euch sieht man fast gar nichts mehr hin. Wir haben jetzt gleich ein Streitgespräch mit Henker. Was? Ja, der Henker wollte jetzt ein Gespräch, weil wir die Price-Sache hinter uns lassen sollen. Mit dem Fing. Na, Timmy und Juri kommen gleich, also es kann sein, dass er auch eskaliert hier. Okay. Wen verprügeln wir? Naja, also der eskaliert in dem Sinne, die ziehen auf jeden Fall eine Axt und eine Knarre. Also, ja, müsst ihr schon härter vorgehen. Also verprügeln könnt ihr schon, aber... Ich hab ein Messer. Achso, ja, dann zur Not würde das auch gehen. Stich. Und Mom sagt, ich darf sowas nicht machen. Ich glaube, Poppy macht bestimmt eine Ausnahme bei Price, denke ich. Bryson, der Bryson ist heißen, was? Yes. Yeah. Muss mal kurz. Das denke ich mir auch gerade. Mir die Backsteine da hinten angucken und philosophieren. Macht das. Echt? Seit wann ist denn Poppy so philosophisch geworden? Ja, oder? Mom hat sich voll verändert. Alles eigentlich. Ja. Liegt daran, weil ihr so aussieht, wahrscheinlich. Ist so, ne? Bevor wir so ausgehen, haben wir die vielen lieber zu uns. Der Söhne, ja, ja. So auch die Mom. Du hast recht, Köln. Ey, das ist Oma. Du hast recht. Wie Om? Ja, wo? Meine Oma, die ich gestern wehgetan habe. Die hat meine Nachricht ignoriert. Wie die Om? Ja, die Om ist das. Ihr könnt ja mal Hallo sagen zu der Om. Da steht eure Oma. Ist auch eure Oma. Ach, das ist eine andere Oma. Nee, Poppy ist ja nämlich die Tochter von Timmy und Oma ist die Oma von Timmy. Du meinst die Oma, die einfach Befehle ausführt? Und ist rüber vorher zu fragen? Nee, ihr könnt die auch wehtun, also ich hätte jetzt kein Problem damit. Nee, das ist 5 Wochen her, das wäre lächerlich, wenn wir das jetzt machen würden. Naja, müsst ihr warten, bis die Cops wechseln. Yeah. Wie viel Dollen kriege ich, wenn ich die Oma abstech? Nein, das heißt sie nicht abstechen. Ach so. Oh, warst du so ein Hass oder was? Ne? Ich bin der nachtragendste Mensch, ins Gegend. Das neues Auto, wo man testen könnte.
Ich hab schon gehört! Was ist bei der Price-Sachen passiert? Ich weiß nicht genau und bin da nicht so drin. Der stalkt Timmy im Krankenhaus, nachdem Henker auf ihn geschossen hat und wollte ihn im Krankenhaus ersticken. Echt? Ja. Wo ist der? Wie das ist der blonde aus? Typ da. Das ist der blonde da, der da steht, der abseits da. Der ist der Typ. Ach so, deswegen sollten aufs Meilen hauen. Ja, richtig, deswegen. Ach so. Ja, ja, aber dann, die ziehen direkt Axten und Pisten, naja. Ja, deswegen sag ich ja, wir haben ja gleich alle, Timmy und Juri kommen auch gleich, es kann halt, dass es eskaliert halt. Ist doch gut. Muss man schon Fluchtwegen bereitstellen? Ja, das wäre schon gut, aber ich weiß nicht, wann Timmy und so kommen, aber ich geh mal kurz zur Oma. Je. Mitgehangen, mitgefangen, du musst mitmachen. Nee. Wie nee? Ich will was essen. Was? Ja, ich will gleich was essen, danach komme ich wieder. Nee. Doch. Ich kann den Hauten außen parken. Wie du gehst, was essen und komm wieder. Mitgehangen, mitgefangen, du bist der Champion! Ey, ja, Boga! Du bist der Champion! Mando. Du musst mitstechen! Ich will aber nichts mit kriminellen Sachen zu tun haben. Du hast mir keine Drogen gegeben! Stimmt, das macht dich zum Drogendealen. Richtig, du bist schon Kriminellen! Der Zug ist abgefallen. Das geht schneller, als du denkst. Aber dann komme ich doch in den Knast. Ja, schön, das sind gute, nette Menschen. Ja, nee. Wie nee? Nee. Finn hat gesagt, die sind alle netten. Ja, weil er bestimmt die Seife aufheben musste. Hast du Seife aufgehoben? Ja. Ihr guckt nur zweimal. Je. Weißt du nicht nur einen Tag drinne? Je. Oh Gott. Ey, unser ist ein Bessen. Was für Posen, ey. Nee, das ist ja gar nicht unser Wagen. Wow. Ja, wann können wir jetzt unser Auto auspacken? Na, hoffentlich bald. Ey. Kannst du netten schönen? Nee, das ist nicht unser Auto. Ey! Wieso kann andere das Auto hier ausparken? Oder ist es größer als so ein normales Auto und deswegen brauchst du Special Platz? Hilfe! Was? Wo war Hilfe? Hier wird gekringelt. Ja, schon die ganze Zeit. Oh, warte! Boop. Boop. Ich hab deine Mutter geboopt. Ey. Ey! Was hast du mit meiner Mama ihr Bubas gemacht? Ich hab die bewegt. Wo bubert? Ich hab was so Piep-Piep gemacht. Boop. Piep-Piep, ja. Boop. Finn ist die Schallplatte hängen geblieben, warte mal. Essen wir ihn? Boop. Ich glaub, da brauchen wir eine richtige Schelle. Boop. Ich brauch Zigaretten. Ja, ich hab leider keinen. Ich hab eine selbst getreten. Oh. Danke. Ja, und gerade bei der Untersuchung, ne? Die hat mein Dildo gefunden. Meine Augen. Hat gesagt, ich soll damit keiner schlagen. Die hat mich voll ausgelacht. Sag's war Hochengeschenken. Ist sowas ganz Normales oder nicht? Ja, ich hab halt gesagt, ja, für später, falls ich mich einsam fühle. Ja, also. Richtige Spießer, die Kopf, ey. Wissen nicht, wie sie sich selber zu verwöhnen. Und Tiffin müssen Lagenplan besprechen machen mit den anderen oder nicht? Wo sind an? Hier. Achso. Mit ja, Ulf und Mem. Gehen. Maudi. Hallo. Hup, hup. Hupen, hupen. Warum ist dein T-Shirt aus, Billy? Kallen hat gesagt, seitdem wir die neuen Klamotten haben, hast du dich verändert. Was? Je. Was hast du gesagt? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Ich hat Kallen gesagt.
Er hat gesagt, seitdem wir die neuen Klamotten haben, hast du dich verändert. Hey, ihr seid doch genau so wie vorher, hä? Nee, du hast dich verändert. Hast du neue Klamotten? Ich trag das schon arschlange, Mann. Hä? Ich glaube, Köln hat einen richten. Nicht, du hast dich verändert. Die Klamotten. Yeah. Siehst du, dass ich lache? Je. Yeah. Mami. Perfekte Scheiße. Boo. Ich dachte, wir stechen jetzt jemanden ab. Nein. Was? Wie nein? Hey, Kallen ist gerade drüben am Regeln. Wieso bin ich denn hier? Angehen? Ich muss jetzt outen. Jetzt ist der Platz noch nicht frei. Wir wissen jetzt, wieso steigen alle ein? Was ist denn das denn? Ich wollte doch einfach das Auto hier parken. Ach so, ja, nee, pass auf, wir ketten wir kurz in den Toten, dann fahr ich jetzt, nein, dann komm ich gleich wieder. Ja, dann komm einfach wieder. Ich pack mal kurz mein Auto ein. Was? Wie? Der Plan. Was? Was war der Plan? Wie, was war ein Plan? Ah, ich packe einfach das Auto ein. Ich packe einfach ein. Grad ist eigentlich Grad. Was ist der Wetterbericht überhaupt? Ich dachte, ich steche jetzt jemanden ab mit Kallen. Nee. Wie, nee? Die klären da hinten was. Das ist ja langweilig. Ja, ach nee. Aber ich muss noch Blitzer bezahlen. Hast du Geld? Was? Ob du Geld hast. Wie viel? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie teuer die Blitzer sind. Ja, dann fragen. Ich, vielleicht habe ich Geld, vielleicht noch nicht. Das ist mir zu riskant. Was ist zu riskant? Dass ich da hingehe, die Blitzer bezahlen muss und du sagst, du hast kein Geld und dann muss ich die selber bezahlen. Schnurrst du gerade Geld von deinem Kind? Ich hab dich großgezogen. Ich hab mein halbes Leben damit verbracht, dich zu erziehen. Du bist so ein guter Junge geworden. Schau dich an. So prächtig, muskulös, so männlich. Rar, rar. Rar, rar. Ja, genau. Yeah? Ich brauche so mein Geld. So ein guter Junge, so ein guter Junge. Ja, wer ist mein guter Junge? Bin. Was? Ich bin der böse Kopen. Wer ist mein böser Junge? Okay, das klingt scheiße. Wer ist mein neutraler Junge? Wer ist mein neutraler Junge? Ey. Oder willst du ein Bad Boy sein? Je. Yeah. Wer ist mein Bad Boy? Tante Fakti steht auf Bad Boys. Ja, achso, stimmt. Guck mal, da können wir nochmal ansetzen. Ey. Da. Dann schieß mal los. Liebe Tante. Was haben wir bis jetzt? Wenn ich an dich denke, platzt mein Haus. Liebe Tante Feigchen, wenn ich an dich denke, platzt meine Hose. Ich will auch mit dir rummachen. Ich will am liebsten, dass du meine Hände beim Tätowieren hältst. Mehr habe ich nur nicht. Nein, das war alles bis jetzt. Wenn ich allein in der Abendprise vorm DJ stehe, dann wird mir wieder bewusst, was ich gehen lassen habe. Ich hätte gerne gespürt, wie es sich anfühlt, wenn ich dich umarme und ich riechen kann, wie du riechst.
Oh Gott. Dein wunderschönes blondes Haar hat mich direkt verzaubert, als ich es das erste Mal gesehen habe. Kommst du hinterher? Warte. Hat mich sofort verzaubert? Als ich es das erste Mal erblicken durfte. Erblicken hört sich besser an, oder? Ja. Als ich es zum ersten Mal erblickt habe. Hey! Du bist der hellste Stern in der Stadt. Keiner leuchtet so hell wie du. Natten? Ja? Ja, was ist denn jetzt mit denen? Sind die jetzt Best Friends da oder was? Weiß ich nicht. Finde ich, muss einen Brief für Tanten Falken schreiben. Das ist ja schwierig. Oh fucking yeah, oh fucking yeah. In meinem Herzen trage ich dich gern. Oh fucking. Halt die Schnauze, du Idiot! Hör doch mal auf, mal über den halben Platz zu schreien. Das ist mein Bruder normal. Ja. Irgendwann lernst du es, Finn. Also hast du jetzt das, was Finn geschrieben hat, aufgeschrieben? Nein, hab ich nicht. Ich habe jetzt Folgendes geschrieben. Ich lese nochmal alles vor, okay? Liebe Tante Feike, wenn ich an dich denke, platzt meine Hose. Ich will auch mit dir rummachen, drum machen. Ich will am liebsten, dass du meine Hand beim Tätowieren hältst. Ja, hab ich aber gesagt, aber nicht Mam. Im Gegensatz zu Mam will ich lieber, dass du meine Hand hältst, habe ich gesagt. Sorry. Ich will am liebsten, dass im Gegensatz zu... du meine Hand hältst. Wie war das mit Lautbellen? Was? Wie mein... Halt die Schnauze. Regentropfen. Was wie Regentropfen? Schweigen wie Regentropfen. Die Tiere. Wenn ich alleine in der Abendbrise vom DOJ stehe, wird mir bewusst, was ich gehen lassen habe. Ich hätte gerne gewusst, wie es sich anfühlt, wenn ich dich umarme und wie du riechst. Dein wunderschönes blondes Haar hat mich sofort verschönert. Oh. Verzaubert. Verzaubert, als ich es zum ersten Mal erblickt habe. Du bist der hellste Stern in der Stadt. Keiner strahlt so hell wie du. Wie? Ich. Ihr Platz ist da nicht mehr. Und die, wann können wir endlich Würste zusammen essen? Und als Signatur? Dein Billy oder irgendwie sowas? Dein Billensen. Der bestaussehendste Mann in ganz Los Santos. Los Santos. Vielen Chippen. Rau, rau! Das muss auch noch dazu. Rau, rau. Okay. Willst du es lesen? Yeah. Lies vorhin. Du liest vor. Ich habe es jetzt oft genug vorgelesen. Wie? Lieben Tanten Fergie, wenn ich an dich denke, platzt mein Hosen. Ich will auch mit dir rummachen, drum machen. Ich will am liebsten, dass im Gegensatz zu Mom du meine Hand beim Tätowieren hältst. Uff, mein Lippen. Wenn ich allein in der Abendbrise beim DOJ stehe, wird mir bewusst, was ich gehen lassen haben. Hätten gern gewusst, wie es sich anfühlt, wenn ich dich umarme und wie du riechst. Dein wunderschönen blonden Haar hat mich sofort verzaubert, als ich zum ersten Mal erblickt habe. Du bist der hellste Stern in der Stadt und keiner strahlt so hell wie du. Wann können wir endlich Würsten zusammen essen? Der bestaussehendste Mann aus Los Santos. Rau, rau. Poppy? Yeah. Ja? Willst du eine FIB-Weste haben? Ja. Yeah. Ja. Also es ist halt nur für eine Frau. Ja, weil, ja. Ja, gib mal die. Sexistische Scheiße. Das ist nur für Frauen. Nee. Weil ich war gerade unten bei Benny's und die haben vergessen, ein FIB-Auto abzuschließen. Aber ist das...
Ist das so strafbar oder geht das fit, wenn ich das behalte? Das ist schon eine Amtsanmaßung, wenn du es drehst. Ja, okay. Aber sonst sagt niemand was, ne? Okay. Für ein privates Heim mit Pappen ist okay. Das war mein Gedanke. Ich will nachher, wenn er aufsteht, dann ziehe ich die FIP-Weste an und sage... Wollen wir sie den verheften? Herr Wojciechowski... Mann, die kannst du voll gut verkaufen, glauben sogar. Ja, das weiß ich. Dann kannst du endlich deinen schönen Klamotten kaufen, die nicht schon seit 2 Wochen stinken. Yeah. Zeig mal her, das Ding. Bitte schön. Ja. Okay, warte, du kriegst was dafür. Ey. Bitteschön. Danke. Bitteschön. Ich hab gerade mein Liebesbrief FIP-Weste gegeben. Was denn? Anziehen. Da drin werde ich tanzen. Ja. Anziehen. Warte mal. Komm, hier sieht es doch keine. Bobby, zieh mal an. Eben, hier sieht es doch keine. Jekle. Ja, ganz schnell an- und ausziehen. Ich hab Angst. Nein, du musst das eine Feuertaufen machen. Das bringt dann Glück. Wenn die jetzt nicht erwissen, dann warst du Weste für immer. Okay, schnell, sieh aus. Das geht nicht. Nein. Mom, schnell ins Auto. Schnell ins Auto, schnell. Ich hab halt jetzt auch eine. Nein, Pillen, warum hast du zu? Okay. Ich habe gar nichts gemerkt. Meine Taschenlampe hat's geklemmt. Aber Feuertaufen, Mom, so ist der Bell zu Westen für ihn. Ey, Mom ist ja voll die schlechte Kriminelle, die ist ja direkt aufgeregt und 180. Ja, weil meine Taschen nicht aufgegangen sind, verdammte Scheiße. Da ist der Brauch runtergefallen von... Ihr beiden, wollt ihr jemanden für mich erledigen? Yeah. Wie viel Gold kriege ich dafür? Du kriegst einen Döner. Und wie? Wen? Jetzt zeig nicht den komischen da hinten, wenn du zeigst den da hinten dann recht. Reis. Das geht nicht, der hat eine Knarre. Für einen Döner. Seid ihr cool oder seid ihr uncool? Uncool. Ja, dann macht's. Warte, ist Price wieder da? Ja, da hinten würde der stehen und ich soll ihn umbringen und ich soll mir doch was überlegen. Ja, warte mal, du kriegst Geld dafür und wir kriegen nur einen Döner. Nee, ich krieg kein Geld, ich gehöre dann wieder zur Familie dazu. Ja, dann du machst so... du bist aus der Familie raus? Uns interessieren doch die Tagen hier. Anscheinend schon, keine Ahnung, ich dachte auch nicht, aber ich habe angeblich Matoschek mit angeschlitzt, das stimmt aber nicht. Ist das so gut gemacht, danke Heiken. Ja, das stimmt aber nicht. Aber wie? Danken dürfen. Trotzdem danken. Gern geschehen. Ich will mitstechen. Ich schau mir das lieber an. Stich. Ja, dann lass uns näher gehen. Und wie er protzt mit seiner Karre. Er wird beim DOJ, ich hab ganz viel Geld. Reichen Sacken, ey. Also guck mal, komm. Biene. Er ist eine Biene. Joing verdienen. Ja, genau, sag's ganz laut vor dem. Ja. Ich weiß nicht. Nein, ich werde sie nicht zurückrufen. Sie ist alt genug und sie weiß ganz genau, was sie tut. Ja, hast du was? Habe ich gerade ein FIP-Auto gefunden. Und da waren 2 Westen drin, eins für Frau. Könnt ihr jetzt mal bitte alle einfach verschwinden? Wir müssen jetzt, das jetzt eben klären. Mal kurz die bitte. Es ist Das ist nicht wichtiger als das, was da gerade läuft. Nein, es unterstützt das aber vielleicht. Was das ist jetzt gar nichts. Wir klären das jetzt. Ich habe bei Bennys ein FIP-Auto gefunden, was offen war. Sag's doch nicht jetzt so vielen Leuten, verdammte Scheiße. Mein Gott. Ich krieg eine Krise, rede jetzt! Heike, können wir das bitte danach klären? Ja, ich gehe schon nach Hause, ich werde nicht erwünscht, ich gehe nach Hause, tschüss. Danke. Meine Fresse. Wir haben schwere Tage. Was passiert hier? Die Frau hat schon die ganze Zeit ihre Tage. Heiken, lass die Wut mit uns raus! Wir verprügeln irgendjemand! Was denn? Nixen. Lass deine Wut woanders raus! Wir verprügeln irgendjemand oder so!
Oder du bringst ja, nee, uns jetzt bei mir Geld verdient. Ja, jetzt. Die klären, ich hab die schon auch so voll, ganz ehrlich. Ich hab einen guten Plan mit diesen. Wer sind diese Clowns da überhaupt? Der Preis will uns umlegen, töten. Der Typ da im Anzug. Ich weiß nicht, wer von denen, aber Tucker Hills soll mich nicht mit dabei haben, deshalb ist mir zu blöd, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Mach das, Heiko, so setzt du ein gutes Statement. Naja, alleine einsam im Bett zu liegen. Ey, Heiko! Alle draußen Spaßen haben. Wünsche dir trotzdem einen schönen Tag. Pass auf dich auf, Nuss. Mir tut er leid. Mir auch. Wir beide wissen, wie es ist, ausgeschlossen zu werden. Oh ja. Jetzt? Ja. Was? Mam, kannst du uns beibringen, wie man Shops ausraubt? Ja, wie? Kann ich machen. Wie? Ja, kann ich machen. Ja, okay, dann auf geht's, Finn fährt. Also, ich kann es euch sagen, aber ich kann nicht dabei sein. Wie? Ich muss vorher einmal was wegpacken. Nee. Ach ja, stimmt, die Westen. Ja, fahrt mir einfach hinterher. Oh, die. Ich will es mal mitmelden. Ja, safen. Ach nö. Ich will den richtigen verfolgen. Jetzt bricht sie den NPC an. Ey, NPC, wir haben keine Zeit! Komm ja schon. Ich finde, dass Mom sich als NPC berufen fühlt. Chris, wieso habt ihr nicht Sandmann? Was? 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 Mein Auto wurde genau da hinten ausgepackt, wo die Leute stehen. Wieso, ja, wie wir haben nichts an? Nichts für? Wieso habt ihr nicht Sandmann? Ja, wir haben doch Hosen an, oder nicht? Ja, wieso habt ihr kein T-Shirt an, Mann? Warum hast du eins an, ey? Wie, wieso hast du eins an? Ja, gute Frage, Mann, alles klar. Lelelelelelele. Oh nee! Nee! Jetzt musst du vor Gericht nicht fahren, ne? Scheiße, die sind immer noch hinter uns! Ruf mal Mem an. Was soll ich sagen? Wir haben 5 and Owen hinten und Sani doch nicht mehr, okay. Wie ein 5 and Owen? Mir wurde gesagt, im Knasten, dass 5 and Owen koppen müssen. Was ist denn 4 Nun? Das war's nicht. Verstehe ich nicht. Ja. Ich auch nicht. Warte mal. Und hier Mem? Je. Wie? Ey, wir waren doch hier letztens. Ich war hier noch nie! Boah, bin mir ist kalt, ey. Je? Das stinkt schon so richtig. Das kann ich nichts mehr anziehen. Sie nennen Spin-Tees, Nansen. Was? Den hab ich geklaut. Das sieht scheiße aus, ich bin dann. Oh, das ist die Latzenhosen, stimmt. Je. Ich kann auch mein Spinn-T-Shirt anziehen, ich hol's kurz. Je. Im Spiden auch. Da bin ich ganz, ganz kurz in 1 Minuten wegen. Je. Ganz schnell. Ah, es geht eh oder nicht mit der Tastkombi, also mach ich schnell so. Bin gleich wieder da, bis gleich. Ciao, ciao, wowie, wowie, wowie. Ui.
So. Da-da-o-da-da-o. Ich. Dem Mann fern. Mam, du musst uns beibringen, wie richtig Fluchtauten fährt. Und land diesmal wieder nicht im Kram. Nicht im Westen. Unser Auto ist ja zum Glück unauffällig. Ich muss nur einmal kurz was ein. Ja, ja, mach ruhig. Dünsen. Alles Guten. Je. Hört sich richtig genug, um ihn zurückzufahren. Scheiße, ich muss noch mal ganz schnell trinken auffüllen. Nee. Okay, hat einer von euch eine Waffe? Messen hat Billen, glauben. Je. Ich hab Mason. Wieso? Ist der Kofferraum leer? Da sind Klamotten von mir drin. Mehr als die Hälfte Platz, sagen wir mal so. Voll leise. Wieso? Okay, wir machen mal kurz was anderes. Mason. Der Proteinshake fängt langsam an, gar nicht so riecht. Scheiße, wo ich so viel Tante Fucky. Was? Ich? Nix. Muss mal kurz einen Freund besuchen. Boah, dieses Auto zu fahren ist ja richtig scheiße. Ey. Wie? Du wirst gleich merken, dass das ein gutes ist. Das ist ein richtig guten. Also, wenn ich mein Calico fahre, dann kann ich auf der Stelle ein 360 machen oder 180. Entschuldigung, dass er noch keinen Tune hatten. Meiner hat auch kein Tuning. Yeah. Wie viel zahlt ihr dafür? 4.000? Das ist viel zu viel. Ihr hättet euch einen Calico holen müssen. Der ist ja, der hätten wir nur zwei Türen, oder nicht? Eben. Ja. Ja, wir wollten ja vier Türen. Sonst haben wir einen Aspen. Juwiu? Oder nicht? Eben. Ich versteh's immer nicht, wo wir hinfahren jetzt. Nur kurz einen Freund. Ein Freund? Ein Freund, je. Nicht mehr in irgendwelche schwarzen Autos einsteigen, wenn man von den Cops wegrennt, das muss ich mir merken. Wow, die Freund. Wow, ein Freund. Wie geht's denn? Der sieht gefährlich aus. Hast du mal mit ihm gesprochen, Ben? What's up? Ey! Der sagt zu mir, verpiss dich! Ey! Wie? What's up? Je. Mag er uns nicht? Weiß ich nicht. Bild sieht so komisch aus ohne Hut. Was wollt ihr jetzt von dir? Ich soll ihm Hustensaft besorgen. Hustensäften, je? Wie Hustensäften? Ja, okay, ja. Ich soll ihm Hustensaft besorgen. Wie? Und wo Quigen? Apotheker Mirror Park. Und die? Und die? Je? Ja. Wessen, Mem? Ich muss das voll mit Shimon abklären. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Wie, du musst das alles mit deinem Mann abklären? Sei doch mal selbstständig. Nein, ich muss ihm was fragen, verdammte Scheiße. Wie fragen? Das Ding ist, wir könnten eine Gruppierung aufmachen. Ha? Nee. Ich muss halt nur fragen, ob es möglich ist, bevor ihr Kontakt aufgenommen habt. Oder ob ihr erst Kontakt aufnehmen müsst, bevor ihr da rein könnt und so weiter.
zu wem Konten aufnehmen? Ich hab doch schon Konten. Naja, zu dem Zeug halt dort. Ich kann da halt nicht offen drüber reden. Je, ich verstehe. Wenn die Cops kommen, denkt euch was aus. Dem. Hallo. Ich brauch was. Meine Mama hat immer so große Rückenschmerzen. Muss ich die abstechen, wenn die kommen? Nein, einfach wie nur. Nein? Einfach nur was ausdenken. Dass ich hier Penny hab fallen lassen oder so. Wow. Wo ist die? Wo ist Penny? Wo ist mein scheiß Penny? Wo ist Penny? Ich finde mein Penny nicht. Mein erster selbstverdienter Penny. Will ich schon die abstechen, wenn die kommen? Mhm. Deswegen spiele ich schon Gitarre. Wie? Was hat das mit Abstechen zu tun? Ablenken, Billen. Also ich dachte stechen. Die kommen zu mir und dann kommst du von innen, machen Stichen. Und die stechen dann je. Perfekt. Wie? Fertig. Ich hab den Hustensaft gefunden. Je. Hat die Faxen gemacht? Nee. The fuck? Ja, ich überleg grad, wo wir hinfahren. Wieso sollten jetzt Cops kommen? Ja. Nur für Notfall. Falls sie denkt, oh mein Gott, was macht die da? Das ist voll suspekt und so. Ich ruf die Cops. Was für ein Speak? Suspekt. Respekt? Suspekt. Ich mag Speck. Ich auch. Ey, das sind Koppen! Hau die Koppen! Oh oh. Hey, wessen? Nix. Und beweisen kein Fleißen oder so. Mhm. Ich schreibe mir lieber nicht, da wird gerade was ausgegraben, wie so chill die hier. So, hier lang. Je. Wartet Scheiße. Der Freund hier auf uns? Warte. Ist für seinen Bruder. Ey! Brüden sind immer die besten. Wieso swipe mich keinen nach rechts? Ist ich auch noch auf Mädchen trotz Frauen? Sag, Finn. Hm? Ist auch noch auf Mädchen trotz Frauen? Nein. Wie nein? Wie? Warum sollte es? Also kannst du gar keinen mich vermitteln, oder nicht? Ja, ich frag mal Ketten. Wir wissen genau schon, wer die Hose anhat bei euch. Ich ne, keinen von uns. Du Weiche! Mem? Ja, mein Engel? Finn hat keine Hosen an, bei sich daheim. Und Kitten auch nissen. Der hat gerade gesagt, der muss jetzt Kitten fragen, ob er nach Weight Matcher beide swipen dürft. Ey! Ey! Immer freundlich bleiben. Ciao, die hieß, den Namen noch. Ashley. Bell? Wessen? Guck mal, Mom, das sieht aus wie ein Fallus. Guck mal, Mom, dann fuck you. Oh, oh yeah. Bill, was fühlst du, wenn du das Bild anguckst? Nix. Ich war kurz abgelenkt, weißt? Was fühlst du, wenn du das Bild anguckst? Welches? Von dem Fellus? Nein, von Tante Fakir. Der wird mir wärm. Erläutere. Da muss ich den Knopf oben aufmachen, obwohl ich keinen Knopf habe.
Okay. Was war dein schönstes Erlebnis mit Tante Feike, als sie da war? Erzähl mir davon. Was? Dein schönstes Erlebnis mit Tante Feike, als sie da war, verdammt nochmal. Sie hat mir noch nichts erzählt und ihr auch nicht. Jeder Moment mit Tante Feike ist der schönste. Oh. Viel schneller, muss ich sagen. Ich muss mir das der Nase ziehen. Was denn das denn? Puppen. Puppen! Ah. Ja. Was denn? Einen guten Nixen. Soll ich euch zeigen, wie man Shops ausraubt? Je. Yeah. Zeig mir, Mom, ich brauch Gelden. Wir brauchen 4000 Dollar bis nächsten Sonntag. Das Problem ist, abends ist es immer so, dass jeder Shop gefühlt schon ausgeraubt ist und die müssen erstmal Geld verdienen, damit wieder was in der Kasse ist. Je. Heiken hat doch gesagt, wir dürfen nachts und abends nicht an den Flughafen Auten klauen, weil sonst kommen Gangster und rauben uns aus. Ja. Hier zum Beispiel. Angenommen, ihr würdet da reingehen. Je. Und ihr hält ein Messer an die Frau oder an den Mann, der da steht. Yeah. Werft euch Geld hin. Es, legst uns Geld hin? Nee, der gesagt, es ist leer in die Kassen. Ja. Trink immer Tab. Schnell, Pär, ich hab dir seine Flasche kaputt gemacht. Und unser Alken? Oh, wie? Eva ist nicht ich. Also, das war gar kein Kopf. Ich brauch Geld, Mem. Ich auch. Und ein Ping-Ping. Also, was kann man am besten mit Pappen machen? Ja, Pappen sollen uns mal mitnehmen. Ja, mein Pappen mal wach wäre jetzt, also der ist schlafen gegangen. Ui. Er sagt, er braucht eine Pause. Nee. Weil er zu viel geschuftet hat. Weil er auf den Öl fehlt, oder was? Nee, er war arbeiten im Sams. Wie? Wie der arbeitet im Sams? Ja, er ist der Hausmeister. Das ich weiß. Oh. Ey! Mom! Habt ihr Lust, mal mit mir in den Knast zu gehen? Ja, dafür brauchen wir erst Verfolgungsjagden und sowas, deswegen will ich jetzt Shops rauben. Ah. Ja, Blitzen zahlen, toll. Ich hab keinen Blitzen. Doch, dein Asthma hat Blitzen. Ja, nee, aber das ist ja der Pferden. Pass auf, wie schnell fährt das Ding hier? Höchst. 170, aber Mann, das ist doch 50% muss man zahlen, ich hab das nicht mehr. Das stimmt, wir haben nur 1000 Dollar oder so. Aber das ist der schnellste Weg, wie wir morgen alle gemeinsam in den Knast gehen können. Wir könnten was Lustiges erleben und versuchen, Shops auszurauben und dann die Bullen abhängen und dann sagen, ihr Schweine, hehe, dann kriegen die uns doch und dann kommen wir in Knessen. Das wäre auch eine Option, ja. Warte, ich glaube, hinter uns kommen Cops. Je. Jetzt nicht bei B-Weste. Bell? Wir haben gebremst. Bill, du machst Mama gerade richtig wütend. Was machen für einen dollen Verkauf? Ich hab das voll leise gesagt. Okay, Glück für dich. Ah, ich weiß halt nicht. Warte, ich muss kurz einen Job raussuchen. Wie lange hält mein Arbeitenschein eigentlich noch? Wie lange haben wir noch? 3 Tagen. Ja. Warum sind alle hier so scheiße? Also wir können ja versuchen, einen LKW zu klauen, oder gib mir da wieder einen Bootsschlüssel. Echt? Ich versteh's bis heute nicht.
Ey, jo. Gebt ein Ey. Ey! Was denn? Die wollen nicht. Ich wollte ihnen gerade sagen, dass Finn eine Polizeiweste hat. Ich weiß, ich nicht lügen. Wen fährst denn du jetzt? In einem Shop außerhalb. Glaubst du nicht, dass die außerhalb noch mehr geraubt werden als die innerhalb? Ja, aber das ist beides gleich jetzt um diese Uhrzeit. Eben. Ist das Problem. Egal, ob du draußen warst oder drinnen in der Stadt, ist es scheißegal, die werden alle schon leer sein. Bei 100.000 Millionen Einwohnern hier, ja. Uti. Wir versuchen es trotzdem mal. Ja, dann müssen wir einen Kopf als Geisel nehmen. Wie viel Lösengeld kriegt man so für den Kopf? Kommt drauf an, ob ihr es gut macht oder nicht. Wie viel kriegen wir? Ey. Jetzt richtig sticht die jetzt. Ey! Nee, ja. Ich glaube, es ist schwierig. Ich hätte Bock, sowas mal zu machen, aber es ist halt schwierig, ne? Jetzt ja auch nichts mehr? Nee. Ist erschlungen. Ich will gar nichts mehr. Finn, du bist jetzt drin. Hat Finn überhaupt eine Waffe? Weiß ich nicht. Ich bin gerade am Einkaufen. Ja, Ben, kommst du? Und du hast kein Waffen oder was? Ich gehe solidarisch mit, ey. Wenn ich muss kurz Geld einzahlen. Oh ja. Ich hatte 1000, ne? Ja, okay. Lel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 
jo, ciao. Also er hat gesagt, entweder in einer Stunde, wenn er noch wach ist und Lust hat, oder morgen Mittag oder morgen Abend spontan. Das also wir wahrscheinlich mal. Morgen Abend. Ja, wann Tattenterm? Morgen Mittag. So. Wart ihr bei Kraut und Rüben und habt gefragt, wann eure Tätowierer... Nee, nur für einen Termin. Ich nähten. Okay, Bill, dann fahren wir da jetzt hin und klären das. Okay. Wie ist dein Tätowiererin oder Tätowierer? Yeah. Die war neu. Blaues Haar, wunderbar. Und dann sie darf jetzt allein stechen. Bill, das Ding ist, du musst dann auch fragen, ob die einen Termin hat morgen. Wie? Du musst fragen, ob die Tätowiererin, die das Tattoo angefangen hat, einen Termin... Aber da ist so eine schlecht gelaunte, die hat mich am Telefon nicht verstanden. Ich verstehe dich nicht, ich bin richtig schlecht gelaunt. Ich regel das. Ja, da. Sonstiges. Oh, du musst mir deutlicher reden, man versteht dich gar nicht. Pass auf, wir fahren dahin. Ich rede... Hey, willst du mitgenommen werden? Mom, das ist Mom, das hier nicht verleihen. Mom, die läuft. Ich dachte, was mit Tante Feike? Egal, die ist nicht da, wo kein Klegen, da kein Risten. Ey, brauchst du einen Taxen? Musst du irgendwo hin, hallo? Ey, du hast dasselbe Armband wie mein Bruder an. Hi. Weil du allein hier läufst, musst du irgendwo hin? Nee, alles gut. Das ist unsere Mom übrigens, also alles cool und ich bin verheiratet. Ja, was willen? Viel Spaß noch. Wir machen Schauen. Okay. Die wäre ja die wert gewesen, Bill. Die hatte ein Partyband wie du. Nee, die sah langweilig aus. NPC. Wie willst du mir keinen langweiligen Frauen gönnen? Du brauchst eine Bombenfrau wie Feike. Ja, aber die ist nicht so, wie ich Feike gehört habe, hängt sie da zwischen zwei Stühlen, zwischen dir und Juri. Also halt dich ran, mein Sohn. Wer ist Juri? Onkel Juri? Wie eben. Wer? Erbstechen eben. Wegen Willen? Wer? Bin ich nicht. Muss ein Normalo sein. Wie ich gehört habe, hat sie wohl für ihn getanzt. Ui. Ist ja hier choppen. Ja, stimmt auch wieder. Ui. Aber sie hatte duschen, irgendwas gesagt von wegen, dass sie auch für dich tanzen sollte. Wie? Ich weiß nicht, wie die Tätowiererin hieß! Ich regel das. Aber ihr müsst dann auch euch zurückhalten. Und ich halt meinen Mund. Spider-Schwein. Und sie noch einmal. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Macht was immer ein Spider-Schwein. War das eine Frau oder ein Mann bei dir, Bill? Frauen. Neun Frauen. Wow. Hi, Nado. Leise jetzt. Hi, ich habe ein kleines Anliegen. Oh. Und zwar, mein Sohn hier wurde gestern von eurer Tätowiererin... Finley. Ja? Wurde gestern von eurer Tätowiererin, ich weiß den Namen leider nicht, mit den blauen, lockigen Haaren tätowiert. Ja. Jetzt ja. Und er bräuchte für heute oder morgen, ist eigentlich egal, einen neuen Termin. Den er wie heute? Ich will auch einen heute. Er wurde gestern tätowiert. Vorgestern. Und gestern wollte, wie war das? Da war ein Unfall, da konnten wir nicht kommen. Genau. Okay, also er hat den Termin verpasst sozusagen. Er wurde nicht tätowiert. Ja, doch, die erste Sitzung habe ich schon hinter mir. Und er bezahlt hat er auch schon. Ja, alles. Kannst du mir einmal deinen Ausweis geben, dass ich nachschauen kann? Was denn? Konnte den Termin nicht wahrnehmen, wir brauchen neun. So, hier einmal meinen Ausweis. Super, danke. Dann schaue ich nämlich einmal nach. Aber nicht mit meinen Buden verwechseln. Nee, heißt ja nicht gleich mit Vornamen, oder? Nee, weil ich hab mein Geld schon bezahlt, der nicht. Ja, ich schau in den Akten, das ist dann da vermerkt. Da geht's um deinen linken Arm, ja? Je. Die Zerebren. Zweite Sitzung. Na klar, dann lass mich einmal Rücksprache halten mit der Tätowiererin. Na klar. Und ist? Du bleibst da, wo du bist. Hast du auch irgendwas? Mir wurde heute gesagt, komm um 20 Uhr zum Termin machen. Und dann gesagt, nö, heute doch nicht. Mit der Zweitsitzung. Okay, dann warte kurz, dann spreche ich mit beiden. Wie? Was? Benimmt euch. Hey, wir nehmen. Was soll ich mir nehmen?
Ich glaube, die Bonbons hier. Benehmen. Wer setzt sich wohin? Wie daneben benehmen, ey. Benehmen. Daneben. Nein. Es hat sich selber ausgesucht. Die für die Seele. Die hat eine Seele. Ihr Tante verkehrt eine ganz große Seele. Also für die Zweitsitzung, das wird jetzt einmal gehen. Bei mir? Für beiden? Ich ihm gesagt, nein, einmal hier bei dem Herrn. Bei den Herrn mit dem Cowboy. Genau. Und bei dir muss ich einmal nachfragen. Today! Tuten, tuten, Billen. Tuten, tuten. Karma schlägt immer wieder zügen. Ah, das ist wieder typisch Karma. Es wird schon wieder. Stich erlebt. Wirst du nicht. Ich glaube, Tante fragt, die mag Leute, die abstechen. Ja. Ihr tut's ja selber. Stichelib. Maya. Wie Maya? Ich heiße nicht Maya. Coco ist heute voll mit den Terminen. Und für morgen tragen die immer erst same day die Zeiten ein. Yeah. Das heißt, du müsstest dann morgen nochmal nachfragen. Am besten so gegen 18 Uhr spätestens nochmal anrufen. 18 Uhr? Ja. Scheiße. Yeah. Also mit viel Glück auch vorher, du kannst es vorher probieren, aber ab 18 Uhr sind die meisten Leute da und dann meistens die Kollegen schon alles eingetragen. Das ist am einfachsten. Ja, ich versuch's. Okay, sehr gut. Dann hast du da einmal deinen Ausweis wieder. Je. Der Bruder hieß jetzt wie mit Vornamen? Finley. Finley, okay. Dann trage ich ihm das nämlich alles noch ein. Je. Perfekt, dank dir. Gerne, gerne. Denken. Ich werde niemals mein Tattoo fertig kriegen. Ach. 18 Uhr! Ich soll ich denn... 18 Uhr! Bill, guck mal nicht so traurig. Was? Wie nicht so traurig? Ich dachte, ich kann Rau Rau mit Finn machen. Ma'am? Ja? Du musst jemanden finden, der einen Termin bei dir hat. Entführen. Ja, damit ich dran komme. Ah, dann komme ich in Teufelsküche, dann kriege ich meinen letzten Tattoo-Termin morgen nicht. Ah, fuck, hast du ein Fotoalbum dabei? Leeren? Ja. Nee. Ein volles? Je. Mal kurz. Wie? Das sind meine Geheimnisse. Ich guck nicht. Gut, ja. Glaubst du, das ist nützlich für mich, das schon, was ich dir da gegeben habe? Ja, das Ding ist, du hast hier so ein, wie so bei so einem Freundschaftsbuch, so ein, okay, nevermind. Kann das... Welchen? Pass auf, nein, die Seiten sind voll. Was? Alles gut, ich wollte dir eigentlich ein Bild zeigen. Wieso zeigst du es mir nicht so? Weil ich... Weil es nicht geht. Ich hab kein alten Album, es ist ein alten. Wir können schnell wohin fahren. Okay. Den brauche ich eh halt eine Stunde oder nicht. Soll er doch allein zurechtkommen, der Blödmann. Dann machen wir jetzt Mama-Sohn-Bonding. Wie? Ich hab kein Seil dabei. Was? Nein, nicht Bondage. Wie?
Bonding. Verräter Schwein! Nee, das ist die Gruselige, wieder beschützt mich. Ja. Hallo. Ja, wieder. Hallo. Yeah. Ja. Wir hätten dich ja mitnehmen können. Das stimmt. Sag mal, wisst ihr, wo der Tattoo-Laden ist? Ja, hier gleich. Ja, da vorne an der Ecke. An der Ecke, danke. Yeah. Ich bin an der falschen Seite des Gebäudes gewesen. Das passiert mir auch in Wien. Danke. Ihr Bauch sah irgendwie gar nicht gesund aus. Wieso geht's mir kalten Rücken runter, wenn ich dir rede? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Echt? Hallo? Und werden wir immer gegrüßt? Weil ich so hot bin. Ja, dann sitzt halt hinten. Ich hab Angst, dass man mich mit dir sieht. Ja, das ist dein Problem. Du bist kriminell. Selber. Jo, T, ich komm nach vorn. Moment. Was macht man bei Bondage? Leute fesseln? Ich hab grad schon, willst du was machen? Nein, Bonding. Hier sag ich doch nur daneben. Nein, du hast Bondage gesagt. Wie? Du hast Bondage gesagt. Ist doch das gleiche nur daneben. Nein, es ist. Siebes! Ich war schon mal gar nichts. Und wo ist jetzt meine Belohnung? Du drinnen. Als bester Sohn der Welt? Oh ja, das bist du. Was? Ich hab was Besseres als Donuts. Wie? Buh. Hey! Buh. Buh. Thanks. Es gibt nichts Besseres wie du unten. Why, thank you. Doch. Glaubst du, es ist schlau, jetzt zu versuchen, ihn auszurauben? Es ist Polizei vorne dran, also. Wie sag ich hier? Da. Eine Wurst und zum Runterspülen ein Energy-Getränk. Je. Kann ich hier mit einmal den Dildo schmeißen? Naja, ich meine das rote Ding. Nee. Ich kann einfach den Kopfraum tun, diesen Finn da unten. Mem? Ja. Oh nee! Alles gut. Ich hab falsch geguckt. Ich wurde morgen zum Bingo eingeladen. Wie? In der Bar von deinem Mom und deinem Papen ist morgen Bingo Abend. Hä? Ja. Ich will nicht. Bingo-Abend. Yeah, da gibt's coole Preise zu gewinnen. Wer hat dich eingeladen? Heigen. Heigen und ich sind jetzt Freunde. Zum Glück deswegen finde ich hier Parken. Ich stehe eigentlich wegen dir hier. Wie? Jo. Was soll denn das denn heißen? Weil du so besonders bist, so besonders toll. Wie? Rau, rau! Rau, rau! Ich muss kurz die Frau anrauen, die Idee ist. Eine Stylistin. Wie ein Stylisten? Eine Friseurin. Kann die mir helfen, dass ich noch besser aussehe? Ja. Wenn mir das geht? Ja.
Ich glaub schon. Wie? Ich bin doch schon immer der Hübsche. Ja, das bist du. Je? Yeah. Ich sag's nur, weil Finn jetzt verheiratet ist. Ja, du findest auch noch die Frau fürs Leben. Da muss man halt ein bisschen suchen. Nee, ich geb auf. Ja, dein Pech. Wenn du jetzt aufgibst. Keine swipe mich nach rechts. Ich hab dich nach rechts geswiped. Toll, das bringt mir viel. Richtiger Assi. Du schreibst jetzt gerade alles auf? Nee, ich suche gerade das Bild, was ich gerade in meiner Bildergalerie vom Handy. Hinten, Gallen von hinten. Ach, da ist es ja. Ich will Row Row. Ich will mich so lange kostenlos wissen. Mann. Wäre cool, wenn wir heute beide dran gekommen wären. So. Ey, ich kann es nicht richtig sehen. So? Du hast deine Hand drüber. Jetzt laden die Bilder bei mir dann so langsam. Scheiße. Kannst du mir das Album mal kurz geben? So? Ich bin dumm. Wetten, Mom, ich kann, wenn du willst, auch einen Pfoten für dich reinkleben. Ja, mach gerne. Mal kurz die Spielaufnahme aus. Funktioniert das jetzt? Ich hoffe, es hat funktioniert. Mann, wieso kriege ich keinen Termin? Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt mit dem Album? Ihr wenden. Ey! Moin, Aki, was geht? Mein Bilden! Es will nicht. Ich hab's kaputten gemacht oder so. Mein Bilden. Was hast du kaputten gemacht, Müll? Ich wollte Mom das Bilden von uns geben. Ey. Aber das hab ich schon. Wie ist das denn schon? Oh, jetzt hab ich's nochmal. Yeah. Was besucht er? Ja, bisschen chill, bisschen RP zocken, Abend ausklingen lassen. Ja. Woche überstehen, hoffe ich. Fahrt mich mal nach Hause. Wie? Ich muss Haya Bubu machen. Ui. Die. Eine. Yeah. Das ist auch immer gut, ja.
Versuch die Woche zu überstehen, ja, hast ist gut. Was? Du... Was hab ich denn? Nee, Finlay, hast du jetzt einen neuen Termin? Ja, ich soll morgen einfach anrufen. Die Schwein. Was sind die dumm? Die sagen bis 18 Uhr, wie soll ich das schaffen? Ey, ihr müsst zu meinem Tätowierer wechseln, weil wenn ich mit deiner Sitzung fertig bin, mach mir gleich den nächsten Termin aus. Ja, ich glaube, das können die nicht so hier. Ja, so meiner kann das. Ja, ja, nicht alle meine ich, ja, ja. Dann müsst ihr wechseln zu Jam. Mit denen kann man auch richtig gut reden. Da wird gleich noch jemand schreiben. Ey! Oh mein Gott! Timon, wo bist du? Scheiße. Unbedingt bei mir in der Wohnung, bei uns in der Wohnung treffen. Es ist sehr wichtig. Gut, ich fahre da jetzt auch hin. Beziehungsweise Bill und Finn lassen mich da raus. Aber wie bist du hier, wenn du Besuch hast? Die wollten Jobs machen, wir haben es versucht, aber es ist alles leer geräumt. Ja, der Pappen ist da, dann müssen wir doch mal noch einen Zopp mit ihm machen, Mom. Die wissen, wie das geht, ja. Also. Nein, aber... Pappen soll zeigen. Pappen soll uns beibringen. Beziehungsweise wir sagen, wollen die wollen es gerne mit Pappen. Dir machen. Und mit dir, ein Familienausflug. Und, richtig. Und mit mir, die sagen Familienausflug. Ja. Ja, ich weiß. Nee, das stinkt für ihn. Wir müssen uns noch was überlegen wegen der Wohnung. Ja, ich gebe einfach gleich OC. What the fuck geht bei ihm? Das ist halt ein Haufen viel Geld, ne? Popcorn eingeatmet. Oha, fuck. Ja, muss ich die Scheiße wieder leer räumen. Ach, da bist du ja. Okay, warte, ich muss das Auto mal kurz vorfahren, weil ich muss was ausparken. Bin nicht sterben! Ey. Ey. Was geht hier? Also ich weiß, dass er eine OP hat und sein Hals ein bisschen im Arsch ist, aber what the fuck? Oh, die Pappen. Das hat ein Stopcon verschluckt. Mount Pam. Hallo, mein Junge. Wie Kurven. Na ja, ja. Ach du Scheiße. Ich glaub, mein Bruder steht, Pam. Was sagst du? Haben wir schon mal Grab aushebeln? Für den, Kuro, da ist letzten yeah. Winter, sag ich dir, wie es ist. Ja, ist auch letzten Winden, glaube ich auch. Na klar, hier, warte, Junge. Wenn ich schon so husten, musst du doch mal erstmal eine Zigarre. Was brauchst du denn, Bobby? Ja, ich brauch gar nichts, aber guck mal bitte. Ja. Denk, Pam. Mom ist jetzt, hat die Seiten gewechselt. Hände hoch. Oder so. Wie oder so? Ja, das ist sehr schön, dass du eine FIB-Weste geklaut hast. Wenn du möchtest, dass die Ausländerbehörde dich abholt und zum Flughafen fährt, dann behalt die am besten. Ey. Die hab ich nicht geklaut. Wie bist du an die gekommen? Heiko hat sie mir gegeben. Heiko hat gesagt, da gibt's kein Ärger für, sondern nur. Richtig. Ich hab ihn extra gefragt. Ich will da nicht so wetten. Okay, ja, dann gehen wir lieber zurück. Ah, jetzt verstehe ich. Ich bin dumm. Lass mal jetzt den Müll. Lass uns zum FAB fahren und sagen, hast du gefunden? Ja, nee, die wurde ja einfach zugesteckt hier, nimm. Von irgendeinem Unbekannten. Ja, Stadtbank hat dir einer das Ding zugesteckt. Jetzt verstehe ich's. Nee, Stadtbank einfach. Stadtbank hat dir einer zugesteckt, ist weggerannt. Okay. Ich weiß das, nicht, wo das ist. Lass uns das direkt machen. Direkt. Direkt, ja. Direkt, aber ich geh jetzt High and Bubu machen. Kein Problem, ich mach das dann mit Mama. Okay, also, gehen wir schlafen, Bill? Je. Gute Nacht, ihr beiden. Guten Nacht. Alles klar, Kinder. Lass euch die Zigarre schmecken. Komm mit in unsere Tonne, Finn. Park das Auto da unten, bitte. Eben, ich wollte gerade sagen, das Auto können wir hier nicht stehen lassen. Ja, ich geh direkt auf. Frage ist, ob noch jemand von den Nonnen ist. Ja. Ist natürlich jetzt traurig, dass ihr gerade kommt und ich jetzt aufgehe, aber... Ich habe für heute genug. Kein Lusten mehr. Ba, ba, ba. Die ist voll gemein, glaube ich dir. Die ist richtig gemein, oder? Channel switched.
Kraut und Rüben, ey. Ich glaub dir, dass sie gemein ist. Ich meine, die schlägt einfach irgendwelche Leute mit dem Basie zusammen. Komm, ich würde sagen, raid mir mal Opin. Open. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und einen schönen Abend. Typischen Lüden, hast recht. Hoffe, ihr habt viel Spaß und wünsche euch noch was, ne? Haut rein, ciao.